Ich begrüße Sie und euch ganz herzlich hier im Roten Salon in der Volksbühne und das im Namen der Berliner Grünen. Und ich grüße natürlich das Millionenpublikum außen am Stream, denn wir streamen diese Veranstaltung. Und ich begrüße ganz besonders unsere Gäste. Und ich glaube, es ist uns wirklich gelungen, ganz tolle, interessante europäische Gäste hier zu versammeln. Das Format könnte man im Hinblick auf den bekannten Presseclub vielleicht dazu, was wir einen kleinen europäischen Presseclub beschreiben. Und ich versuche mich jetzt mal in einer kurzen Vorstellung, und Sie korrigieren mich immer dann, wenn ich hier Falschbehauptungen in die Welt setze. Ich fange vielleicht gleich an. Rechts neben mir sitzt Georgios Papasch. Er ist Korrespondent des griechischen Rundfunks und der Tageszeitung Tanea. Herr Papasch hat in Athen und München studiert. Zwischen 1987 und 2003 war er Reporter und Redakteur beim griechischen Programm des Bayerischen Rundfunks und ist dann zur Deutschen Welle gewechselt. Und seit 2010 arbeitet er, wie gesagt, als Korrespondent für den griechischen Rundfunk und die Tageszeitung Tanea, zwischenzeitlich auch mal als Korrespondent für eine griechische Nachrichtenagentur. Alles richtig. Herzlich willkommen, genau. 10 Punkte. Daneben sitzt Cécile Kaya. Sie ist Chefredakteurin des Magazins Berlin-Paris. Paris-Berlin. Paris-Berlin, ja. Paris-Berlin. Sie haben Geschichte, Politik und Soziologie studiert, leben schon seit 2003 in Berlin und waren dann bis 2010 Deutschlandkorrespondentin für die französische Tageszeitung Le Monde, haben aber zwischenzeitlich auch immer mal für den Figaro gearbeitet. Das war davor. Und Sie sind auch Publizistin, haben mehrere Bücher geschrieben, beispielsweise das Buch Tour de France, was im Juli 2009 im Ullstein Verlag erschienen ist. Und jetzt, wie gesagt, seit 2004 für das Magazin Paris-Berlin unterwegs. Seit 2 Jahren. Das Magazin ist 2004 gegründet und Sie sind seit 2 Jahren mit dabei und dort in der Funktion der Chefredakteurin. Reinhard Bütikofer überspringe ich. Zu dem komme ich, wie sich das gehört, ganz zuletzt. Erstmal ein weiterer externer Gast. Links von Reinhard Bütikofer sitzt Andreo Jerez Rios. Er ist Korrespondent der Zeitung ABC. Als freier Mitarbeiter unterwegs, unter anderem auch für die spanische Redaktion der Deutschen Welle. Sie haben Journalismus studiert in Barcelona, aber haben auch eine Zeit lang in Frankfurt oder gelebt und dort European Studies studiert bzw. einen Master gemacht und seit 2008
Oder im Jahr 2008 waren Sie stellvertretender Korrespondent der spanischen Zeitung El Mundo. Von 2009 bis 2012 Korrespondent der spanischen Tageszeitung El Economista und sind dann gewechselt zu dem Blatt, für das Sie heute tätig sind. Ich sehe gerade, für die Deutsche Welle waren Sie auch noch. Sind Sie immer noch unterwegs? Für die Internetaffinen, schreiben regelmäßig unter anderem über Berlin in einem spanischsprachigen Blog, Cielo Bajo Berlin. Herzlich willkommen. Daneben, ganz links außen, Rosalía Romanić. Richtig. Ebenfalls freie Journalistin und Mitarbeiterin in der polnischen Redaktion der Deutschen Welle. Ich nehme an, bei der Deutschen Welle sind Sie sich fast alle mal über den Weg gelaufen, korrekt? Noch nicht. Noch nicht. Sie haben auch unter anderem in Deutschland studiert, und zwar in Heidelberg und Dortmund, Journalistik, Politikwissenschaften und Sport, haben dann ein Volontariat bei der Deutschen Welle in Köln gemacht, waren dann Korrespondentin im Hauptstadtstudio der Deutschen Welle und sind unter anderem Moderatorin der Sendung Nachrichten aus Polen im Ländermagazin des RBB, also Stimmt. unserem Heimatsender, wenn man so will, als Berlinerin und Berliner. Schwerpunkte Ihrer Arbeit sind vor allem historische und außenpolitische Themen und Sie engagieren sich auch in einem Verein oder sind dessen Vorsitzende. Nein, das war ich. Schon ein paar Jahre waren her. Dessen Vorsitzende zwischen 2006 und 2008. Exakt, danke. Und jetzt kommen wir zu Reinhard Bütikofer. der hier natürlich für uns Grüne kein Unbekannter ist. Er ist Co-Vorsitzender der Europäischen Grünen. Er ist Mitglied im Europaparlament und er strebt ein solches Mandat bei der kommenden Europawahl an. Reinhard, du bist unter anderem bekannt als ehemaliger Bundesvorsitzender der Grünen und vielen anderen Funktionen, Landesvorsitzender in Baden-Württemberg, warst einmal politischer Geschäftsführer und im EU-Parlament selber bist du der Sprecher der deutschen Gruppe in der, sagen, europäischen Grünen Fraktion. Das stimmt alles. Na, großartig. Noch. Ich sage vielleicht mal ein paar Worte zu der Veranstaltung, die wir etwas zugespitzt übertitelt haben mit Sparpolitik Made in Germany. Wir wollen heute reden über Europa, genauer gesagt über Europa im Jahre 6 der internationalen Finanzkrise. Vielleicht sprechen wir im Verlauf des Abends lieber von Krisen, denn Schuldenkrise, Eurokrise sind sicherlich auch heute nochmal ein Thema und wir wollen eigentlich mal den Blick einmal auf europäische Nachbarländer richten und die Frage aufwerfen, wo stehen wir eigentlich als EU, aber wo stehen auch diese jeweiligen Länder? Wir wollen das Ganze dann auch nochmal zuspitzen auf die Frage, was hat die bisherige Sparpolitik oder Austeritätspolitik gebracht, die ja doch sehr stark in Verbindung gebracht wird mit der Europapolitik der deutschen Bundesregierung und Angela Merkel. Und wie sind eigentlich die Perspektiven auf diese Sparpolitik beziehungsweise die Situation, wie sie sich jetzt darstellt? Es wird in Deutschland viel über Europa gesprochen, auch über andere Länder. Wir wollen diese Perspektive heute mal ein Stück weit umdrehen und zwar nicht über andere reden, sondern zum einen hören, was können Sie berichten aus Ihren Heimatländern, aber vor allem auch der Frage nachgehen, wie wird eigentlich in diesen europäischen Ländern die Rolle Deutschlands beziehungsweise der Erfolg, der Misserfolg, die Kosten dieser Sparpolitik und dem, was als deutsche EU-Politik rezipiert wird, wie wird das eigentlich verhandelt? Wir sind absolut tagesaktuell und zwar nicht, weil wir in einer Woche die Wahlen zum Europäischen Parlament haben, sondern die Taz, Ihre Kolleginnen von der Taz, haben uns heute den Gefallen getan, im Grunde auf einer Seite zusammenzufassen, über was wir heute reden. Ich halte das hier mal hoch. Da ist zum einen eine wunderbare Grafik überschrieben mit der Frage, ist die Krise vorbei, wo diverse sozioökonomische Eckdaten nochmal zusammengetragen worden sind. Und auf der
in der Spalte daneben gibt es ein Interview mit einem Herrn namens Philippe Le Grain. Ich weiß nicht, ob der Name Ihnen was sagt. Das ist der ehemalige wirtschaftspolitische Berater oder Wirtschaftsberater des EU-Kommissionspräsidenten Barroso, der jetzt ein Buch verfasst hat und jetzt im Nachgang auch dieser Tätigkeit hart ins Gericht geht mit der Politik der Kommission und die These vertritt, das ist auch die Überschrift, wir leben in einer deutschen Eurozone, die Kommission hat keine Ahnung und folgt Merkel blind. Also die Taz begleitet uns hier mit den beiden Fragen. Ich würde vielleicht gerne anfangen mit Herrn Papasch. Denn Griechenland stand ja doch sehr stark im Fokus auch der deutschen Debatten, wenn wir über Europa, wenn wir über die Euro-Krise oder die Krisen gesprochen haben. Und Herr Papasch, so die letzten Nachrichten, die man als deutscher Zeitungsleser über Griechenland verfolgen konnte, waren ja durchaus Erfolgsmeldungen, so merkwürdig das klingt. Also es gab eine breite Berichterstattung im April. Da hat Griechenland nämlich erstmals wieder Staatsanleihen an den Kapitalmärkten aufgenommen und da konnte man lesen, das hätte alles ganz wunderbar funktioniert. Da ging es um eine 5-jährige Anleihe, wo, ich glaube, es ging um 3 Milliarden Euro, wo dann sofort Gebote über rund 20 Milliarden eintrudeln. Die Kanzlerin hat Griechenland zwischenzeitlich auch gelobt und es gibt sogar kleine konjunkturelle Fortschritte, also die griechische Produktion wuchs im Februar 2014 um 1,7% und das schon den dritten Monat in Folge. Es gibt eine Art Aufwärtstrend, konnte man lesen, ich referiere das jetzt alles nur, einen Aufwärtstrend, den es so seit 2007 nicht mehr gegeben hat. Also, alles super, Griechenland gerettet, wieder auf dem Weg zur wirtschaftlichen Erholung. Nein, nichts davon. Ja? Okay. Okay. Ja, abgesehen von einer kleinen Korrektur bei Aussprache meiner Namen, einfach S, am Ende kein SCH, genau. Okay, jetzt zum Thema. Es sind natürlich Erfolgsmeldungen, die momentan sowohl Merkel als auch der griechische Premierminister und die griechische Regierung sehr gut brauchen vor den Europawahlen. Aber es ist bei weitem nicht so, dass Griechenland die Krise irgendwie bewältigt hat und auf ein starken, auf einen stabilen Pfad der Rückkehr zur Normalität. Es ist ein erster Schritt, ein sehr wichtiger erster Schritt. Also wenn man sich bedenkt, wo Griechenland vor 4 Jahren war, also mit 2 Beinen aus dem Euro raus und auf einmal nach 4 Jahren wagt Griechenland diesen ersten Schritt zurück zu den Märkten und mit einem gewissen Erfolg. Das ist natürlich ein bemerkenswerter Schritt und Erfolg auch. Aber und parallel dazu ist auch eine Belohnung zu dem, was die Regierung letztes Jahr gemacht hat. Also das, was die griechische Regierung geschafft hat letztes Jahr, ist diese sogenannte primäre Überschuss. Primärer Überschuss bedeutet, dass die griechische Regierung weniger ausgibt als dem, was sie einnimmt, wenn man Zinsen und Tilgung außen vor lässt. Und zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren hat die griechische Regierung sowas geschafft. Und das ist natürlich zu begrüßen. Aber, wie gesagt, es ist nur ein erster Schritt und dieser primäre Überschuss ist eigentlich eine Grundvoraussetzung für das, was nach der Europawahl auf Griechenland folgen wird, nämlich noch eine Diskussion, noch eine Verhandlung, was passiert mit Griechenland nach dem Ablauf des zweiten Anpassungsprogrammes Ende 2014. Und dementsprechend, die Zahlen sind gut im Vergleich zu dem, was sie mal waren, aber andererseits den Leuten geht beschissen schlecht. Und das ist dieser krasse Gegensatz, ist das, was wirklich momentan die Stimmung in Griechenland bestimmt. Es ist eine Stimmung, eine Depressionsstimmung auf allen Ebenen, sowohl bei der Wirtschaft,
bei den Leuten. Also ich kann von Leuten erzählen, von Kollegen erzählen, von Journalisten, die beide in meinem Alter oder jünger sind und die beide arbeitslos geworden sind und die überhaupt keine Chance haben auf einen neuen Job und sie nicht einmal das Geld für die Stromrechnung haben. Und das Strom ist abgeschaltet worden. Und stellen Sie mal vor, kommt Sommer und man hat keinen Strom und keinen Kühlschrank. Und hat Kinder und alles Mögliche. Und es sind solche Situationen, das ist kein Einzelfall. Das erzähle ich nur, weil es vielen betrifft und wirklich eine Situation, die letzten 4 Jahren entstanden ist, wo den Leuten wirklich vieles zugemutet worden ist und ein totaler Umbruch der Lebensverhältnisse bedeutet. Und parallel dazu, ich weiß nicht, wie wir das machen werden, ich habe irgendwie habe ich 5 Minuten zu reden und dann soll ich aufhören. Ich weiß nicht, wie viel ich geredet habe. Und parallel dazu, das ist die soziale und Wirtschaft. Redezeit an den Schuldenstand kommen. Ja, okay. Also je länger ich rede, desto weniger Schulden zahle ich zurück, oder was? Okay, parallel dazu natürlich und ganz aktuell ist das, was auf der politischen Ebene geschieht, denn da erleben wir auch ein politisches Erdbeben. Nichts ist so, wie es vor 4 Jahren war. Überhaupt nichts. Also vor 5 Jahren, 2009, die Sozialistische Partei kam an die Regierung mit 42%. Heute, bei den letzten Wahlen, hat sie 12,8%, 12,7% glaube ich. Und bei den Umfragen heute vor der Europawahl liegen sie bei 5%. Bei 5%. Stellen Sie sich mal vor, in 4 Jahren ist das geschehen. Der heutige Premier Samaras ist Chef einer Partei der konservativen Neue Demokratie, die 20 Jahre in der Periode nach dem Sturz der Diktatur 1973 20 Jahre von die Hälfte dieser Periode allein regiert hat. Und bei den Wahlen vor 2 Jahren, 2012, Juni, Mai, hat sie 18% bekommen und mit Mühe und Not einen Monat später, weil ja alle gefürchtet haben, Griechenland kommt aus dem Euro weg, hat der Samaras also 29 bekommen, 2% mehr, fast 2% mehr als das linke Bündnis Syriza, was wiederum vor 3-4 Jahren 5% gehabt hat. Und heute bei den Umfragen liegt vorne und höchstwahrscheinlich, wenn vorgezogene Nationalwahlen stattfinden nach der Europawahl, was natürlich der Syriza bezweckt, dann werden wir höchstwahrscheinlich Syriza als erste Partei bekommen. All das zeigt, wie groß die Umbrüche im politischen System, in der politischen Landschaft bedeuten. Und parallel dazu, diese Zunahme der Ränder des politischen Systems, sowohl beim Links oder sowohl links als auch rechts, haben wir bis jetzt noch nie erlebt. Und zum ersten Mal haben wir seit den letzten Wahlen haben wir eine neonazistische und rechtsradikale Partei mit 7% beim Parlament. Und bei den Umfragen jetzt vor der Europawahl werden sie auch mit 7 oder 8% behandelt, obwohl fast die ganze sämtliche Führung im Untersuchungshaft sitzt. Mit Vorwürfen von Erpressung bis Mord. Also das ist eine kriminelle Vereinigung. Und trotzdem, die Partei wird auch weiterhin meines Erachtens eine bedeutende Rolle in der politischen Landschaft Griechenlands spielen, weil sie dieses Problem der illegalen Einwanderung in Griechenland, was es enorm groß und wichtig für Griechenland ist, ausnutzen werden wird und eine Konstante des politischen Systems bleiben wird. Ein Wort nur zu den Griechen, zu den Grünen, weil wir hier zu den Grünen sind. Die Grünen in Griechenland
haben bis jetzt kein Fuß eigentlich gefasst. Und bei den letzten Europawahlen hatten sie einen Europaabgeordneten gehabt. Und, aber inzwischen ist die Partei gespalten in zwei oder sogar drei Teilen, glaube ich, zwei Teilen. Ja. Aber das Problem mit den Grünen in Griechenland ist immer gewesen, dass die Partei keine wirklich ökologische Partei, so wie wir das hier in Deutschland können, war. Ein Teil davon schon. Aber die Partei war immer von den Linken, von Linken und zwei extrem Linken, zwei Stalinisten auch irgendwie vereinnahmt worden. Und deswegen diese Probleme, die sie haben. Und deswegen auch die Spaltung, die jetzt geschehen ist. Vielen Dank. Alle gucken mit Spannung auf diese Wahlen in Griechenland. In Frankreich gab es ja vor kurzem Wahlen, und zwar Kommunalwahlen mit ja doch interessanten Ergebnissen. Stichwort der Front National war da durchaus erfolgreich. Nach allem, was ich gelesen habe, hat die soziale, die wirtschaftliche Lage in Frankreich auch in diesem Umfeld eine Rolle gespielt. Die Wirtschaftsdaten sind nicht gut. Der Schuldenstand, der französische Schuldenstand beträgt zwischenzeitlich knapp 95% des Bruttoinlandsprodukts. Es gibt große strukturelle Herausforderungen und ich fand einen Aspekt interessant. Frankreich hat sich ja neben der Bundesrepublik immer auch als ein Motor der europäischen Integration begriffen. Es gibt eine relativ aktuelle Umfrage, wie optimistisch, wie pessimistisch blicken eigentlich die Europäerinnen in puncto Europa, EU in die Zukunft. Und am pessimistischsten sind laut dieser Umfrage die Französinnen und Franzosen. Spiegelt das die Stimmung in dem Land wider? Ganz genau. Also ich meine, in Frankreich erleben wir nicht solche Umbrüche und wir sind auch nicht Opfer von Sparpakete wie in Griechenland. Die Situation ist wirklich ganz anders. Trotzdem, Sie haben recht, die wirtschaftliche Lage ist schlecht und das prägt sehr die Stimmung. Und die wirtschaftliche Lage ist schon seit vielen Jahren schlecht. François Hollande, vor zwei Jahren, er wurde gewählt mit dem Slogan Le changement, c'est maintenant. Also die Veränderung ist für jetzt. Und eigentlich seitdem hat sich so gut wie nichts verändert. Die Arbeitslosigkeit ist sogar vielleicht noch ein Tick schlechter geworden. Also ich gebe Ihnen ein paar Zahlen. Also Sie haben 10% der aktiven Bevölkerung, die arbeitslos ist. Sie haben unter den 25-Jährigen 23%, die arbeitslos sind. Man spricht auch von einer Abwanderung der Klügsten. Also das wird sehr, sehr viel kommentiert in den französischen Medien. Man hört auch solche Beispiele um sich. Es ist schwer natürlich, das zu messen, wer Frankreich verlässt, sind das natürlich die Klügsten. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, der vielen Sorgen bereitet. Und dieser ganze schlechte Stimmung, sie widerspiegelt sich auch in dieser Niedergang-Gefühl. Also es werden so sehr viele Bücher in Frankreich geschrieben über das Niedergang Frankreich und schon seit langem. Und diese Enttäuschung, diese Verunsicherung, sie drückt sich dem eben aus in Enthaltungen bei den Wahlen oder eben die Suche nach Lösungen bei populistischen oder rechtsextremen Parteien wie die Front National. Und das hat man jetzt bei den Kommunalwahlen gesehen, Ende März, wo die Front National ein historisches Ergebnis erzielt hat, also 10 Städten und nicht kleine, sind jetzt von der Front National erobert worden. Und diese Wahl hat gezeigt, wie die Front National es schafft, erstmal sich überall in ganz Frankreich zu verbreiten und dass sie völlig salonfähig geworden ist, also dass man sich nicht mehr schämt, darüber zu sagen, dass man die Front National wählt, in Regionen, wo es überhaupt nicht der Fall war, vor noch einigen Jahren. Und das ist zu erklären mit der Strategie von Marine Le Pen, also die Tochter des Gründers Jean-Marie Le Pen, die das geschafft hat, die extremistischen Kräften ein bisschen zu seiten oder zu bedecken, so dass die Partei ein bisschen harmloser wirkt. Und und man erwartet jetzt für die Europawahl, manche sprechen, also dass ich habe eine Umfrage gesehen, die vor zwei Tagen veröffentlicht wurde und Front National soll
wäre die erste Partei Frankreich bei der Europawahl. Kurz vor der Oppositionspartei UMP und die Sozialisten weit dahinter, 17%. Immer noch plus 1. Ja, aber. Und die Grünen 8. Also, das ist ja, und das ist, also die 2009 war es auch nicht besser. Also, die Franzosen haben sich auch relativ fern von der Europawahl gehalten. Das europäische Thema ist nicht sehr positiv gesehen in Frankreich. Das wird eher als eine Bedrohung betrachtet, dass man den Spielraum der französischen Politik damit einschränken. Es werden auch unglaublich viele Lügen, auch oft, finde ich, bei Europawahl in Frankreich verbreitet. Ja, also man versucht, diese wirtschaftliche Lage, sie ist natürlich zum Teil hausgemacht in Frankreich, weil ganz viele Reformen, die nötig gewesen wären, sind nicht gemacht worden oder nur zum Teil. Und jetzt versucht der französische Präsident in dieser Richtung sich zu bewegen. Der hat einen Verantwortungspakt im Januar angekündigt. Und ein Teil mit Entlastung für Unternehmen und große Einsparungen im öffentlichen Sektor. Aber man will die Franzosen nicht verschrecken, weil bei Reformen sind sie sehr, sehr sensibel. Und die Vorstellung, dass man sein Lebensniveau, sein Lebensstandard vielleicht einschränken könnte, ist eine absolute Albtraumvorstellung in Frankreich. Und bis jetzt haben das keine Politiker geschafft, das zu vermitteln, dass es keinen Weg vorbeigeht. Und es muss nicht unbedingt sein, dass man vielleicht riesige Einschränkungen macht, aber man muss welche machen. Und wir befinden uns in einem Moment in Frankreich, wo man sehen wird, an einem Wendepunkt, ob man einiges reformieren kann oder nicht. Und ja, ein Thema, was oft eben vorkommt in Frankreich, ist eben die Kritik des starken Euro, weil man das immer noch nicht wirklich akzeptiert hat, dass mit der Einführung einer Währung, dass man eben nicht flexibel auf eine Geldpolitik einwirken kann wie früher und dass man nicht mehr dieses Instrument hat, was die französischen Regierungen immer gern benutzt haben, eben Währungen abzuwerten. Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema in der französischen Politik. Dankeschön. Dann muss uns jetzt Spanien Hoffnung machen, Herr Jerez. Über Spanien haben wir auch Schreckliches gelesen, auch schreckliche Bilder gesehen, ähnlich wie im Falle Griechenlands. Wir wissen um die hohe Jugendarbeitslosigkeit. Ein Thema, was, glaube ich, bei vielen präsent ist, weil wir im Zusammenhang mit Spanien auch immer über das Thema Immobilienblase geredet haben, ist, dass viele Leute auf einmal auf der Straße standen. Es gab 2013, habe ich ja rausgesucht, Zwangsräumungen. Und zwar ist es da täglich, jeden Tag zu 184 Zwangsräumungen gekommen. Aber auch im Falle Spaniens konnten wir in letzter Zeit lesen, es geht angeblich aufwärts. Es gibt ein leichtes Wachstum. Spanien ist zwischenzeitlich ausgestiegen aus dem Hilfsprogramm der Euro-Länder, ich glaube als erstes Krisenland. Und Spanien hat so etwas wie gestiegene Exportzahlen, auch wenn auf sehr, sehr niedrigem Niveau. Die Schattenseite ist das Thema Staatsverschuldung. Denn da war ja Spanien, ich will nicht sagen Musterschüler, aber stand vor der Krise relativ gut da. Der Schuldenstand betrug etwa 40% der Wirtschaftsleistung. Im Zuge der Krise ist dieser Schuldenstand, ähnlich wie im Falle Griechenlands, auf 95% vom Bruttoinlandsprodukt angewachsen. Entschuldigung, ähnlich wie im Falle Frankreichs angewachsen. Also hier eine negative Entwicklung, aber leichte konjunkturelle Aufhellung, kann das Hoffnung machen oder ist das nicht ähnlich, wie wir es aus anderen Ländern gehört haben, doch eine sehr oberflächliche Betrachtungsweise?
Ja, können Sie mich hören? Ja, okay. Okay, Spanien ist, würde ich sagen, ein Zwischenpunkt zwischen Griechenland und Frankreich. Wir sind nicht so weit gekommen wie Griechenland mit der Krise. Wir sind aber schon ein Stück weiter als Frankreich mit unserer Krise. Ich würde die derzeitige politische Lage und wirtschaftliche Lage in Spanien als schlecht betrachten. Es ist schlecht, das kann man spüren in den Medien, das kann man spüren in den Parteien, das kann man spüren in der Bevölkerung auch. Und ich könnte eigentlich viele Beispiele nennen, aber es gab ein ganz, ganz klares Beispiel diese Woche. Eine konservative Politikerin in León, in Nordspanien, wurde von einer ehemaligen Mitarbeiterin von diesen Politikern erschossen, mit Hilfe ihrer Mutter. Viele Parteien, viele Medien haben dieses Ereignis, diesen Mord direkt mit der Wirtschaftskrise verlinkt und einen ganz klaren Bezug auf diesen Mord mit der Krise genommen. Ja? Ich glaube, wir müssen das kurz erläutern. Wenn ich das richtig verfolgt habe, hat es sich um eine junge Frau gehandelt, die im Staatsdienst war und entlassen worden ist im Zuge der Einspar- und Rationalisierungsmaßnahmen. Das ist nicht so klar. Das ist die ganze Diskussion. Es war nicht so klar vom Anfang an, aber die Medien und die Parteien haben ganz am Anfang, bevor mehr Informationen darüber gab, einen ganz klaren Bezug mit der Krise genommen und die haben das instrumentalisiert und politisch interpretiert. Und das ist ein ganz klares Zeichen, dass die politische Situation, die wirtschaftliche Situation, die soziale Situation in Spanien nicht gut ist. Die Medien, die Parteien überreagieren auf solche Ereignisse. Es gibt insgesamt ein schlechtes Bild von der Gesellschaft. Die Stimmung ist nicht gut. Insgesamt kann man schon sagen, dass die makroökonomischen Indikatoren sich verbessert haben in den letzten Monaten. Also Spanien kann momentan Staatsanleihen auf einen besseren Preis mit weniger Zinsen verkaufen auf den Märkten, dank der besseren Noten, die die Ratingsagenturen an Spanien gibt. Das ist klar. Es gibt auch eine bessere Risikoprämie für Spanien. Also die insgesamte makroökonomische Bild ist besser als vor 2 Jahren, bevor dem Sieg von der konservativen Mariano Rajoy. Das ist ganz klar. Die Frage, die ich mir selber stelle, ist, kommt diese Verbesserung in die Gesellschaft? Spüren die Bürger und die Bürgerinnen Spaniens diese Verbesserung der makroökonomischen Situation? Und ich glaube, die Antwort ist ganz klar, nein. Nein. Warum? Gut, die Arbeitslosigkeit momentan liegt in Spanien über 25%. Insbesondere heftig ist die Jugendarbeitslosigkeit, die über 50% der Bevölkerung oder junge Bevölkerung liegt. Mit dieser unglaublichen Höhen Arbeitslosigkeit kann man nicht sagen, dass die Situation sich verbessert hat. Das makroökonomische Bild ist besser und das dazu hat natürlich auch die konservative Regierung von Mariano Rajoy getragen. Da gibt es keine Diskussion. Aber ja, Sie haben ja zum Beispiel die Zwangsräumungen erwähnt. Das ist auch ein ganz krasses Problem in Spanien. Seit dem offiziellen Beginn der Krise mussten über 171 Familien, 1000 Familien ihre Wohnungen, ihre Häuser verlassen, weil sie die Kredite nicht mehr bezahlen konnten. Das ist auch ein ganz heftiges Problem in Spanien und da sind wir auch kein Wechsel in diesem Tendenz. Also das Problem bleibt und das Problem ist riesengroß. Dazu kommt noch dazu die Frage der Nachhaltigkeit der Finanzen in Spanien, der Staatsfinanzen. Also wie wollen wir die Zukunft der spanischen Staates gestalten, wenn wir nicht genug Einkommen haben als Staat und das passiert momentan in Spanien. Wir haben Probleme, diesen Stadtfinanzen auszugleichen. Und das ist ein Problem, das Mariano Rajoy immer wieder erläutert in seinen Auftritten. Und jetzt kommen wir auf dem politischen Niveau, auf der politischen Ebene. Vor über 30 Jahren gab es in Spanien eine sogenannte Transition, eine politische Übergangsphase zwischen
vom Frankos Diktatur zum unseren derzeitigen parlamentarischen Monarchie sozusagen. Und ich bin tief davon überzeugt, dass Spanien eine zweite Transition braucht. Spanien braucht eine zweite politischen Übergangsphase von unseren ersten Strecke, von der ersten Phase von der Demokratie zu einer Demokratie, die mehr demokratischer ist. Das ist ganz klar. Das Zwei-Parteien-System, das wir in Spanien haben momentan, ist nicht mehr gültig. Seit Jahren nicht mehr gültig. Und die kleinen Parteien versuchen irgendwie Lösungen zu finden, versuchen in die Institutionen reinzukommen. Es gibt kleine Parteien in Spanien jetzt, die versuchen auch ins europäische Parlament reinzukommen. Und das ist eine politische Krise, die ganz klar zu sehen in diesem Wahlkampf, die Spanien momentan erlebt. Die Partido Popular, die Volkspartei, die Konservativen, Partido Socialista, die sogenannten Sozialdemokraten, kennen keine Antworten mehr zu der Krise, die Spanien erlebt. Es ist einfach so. Also man muss sagen, die anbieten die gleichen Rezepte, die vor zehn Jahren angeboten haben. In die politische Spektrum meine ich, nicht in der wirtschaftliche, sondern wirtschaftliche Perspektive. Und in dieser zweiten Übergangsphase, die Spanien momentan erlebt, sind viele Fragen offen. Was wollen die Spanier? Wollen eine Monarchie? Wollen eine Republik? Was wollen die Spanier? Wollen sie mehr Europa? Wollen sie weniger Europa? Was wollen die Spanier? Wollen sie mehr Autonomie für die Regionen? Da kommt natürlich die baskische Frage, die katalanische Frage auch noch dazu. Oder wollen sie mehr Macht für die Zentralregierung? Also Krise auf beide Ebenen. Krise auf die wirtschaftliche Ebene, ganz klar, obwohl das makroökonomische Bild sich verbessert hat. Und gleichzeitig auch eine ganz tiefe politische Krise, die meiner Meinung nach die klassische Parteien, die zwei großen Parteien in Spanien, die sogenannte Volkspartei, nicht mehr in den Griff bekommen können. Vielen Dank, Frau Romaniec. Polen stand zumindest im deutschen Diskurs, Krisendiskurs nicht ganz so im Fokus. Interessant ist im Falle Polens ja der Umstand, dass es sich um ein relativ neues EU-Land handelt. Und ich glaube, man kann schon im Großen und Ganzen sagen, diese europäische Geschichte Polens ist ja ökonomisch erstmal eine Erfolgsgeschichte. Also seit dem Beitritt ist das Bruttoinlandsprodukt um etwa 50% gewachsen. Die Arbeitslosigkeit ist zwar in den letzten Jahren wieder etwas gestiegen, aber insgesamt zurückgegangen. Und da ist es auch nicht verwunderlich, dass auch aktuell eine Mehrheit von 60% der Polinnen und Polen sagt, die EU, der EU-Beitritt hat dem Land gut getan. Interessant ist eine Debatte, die wir, glaube ich, gar nicht so stark verfolgen, aber ja, in Polen doch die Menschen bewegt. Das ist die Frage nach dem Euro-Beitritt. Und da fand ich es bemerkenswert, dass es gar nicht so wahnsinnig lange her ist, dass noch etwa gut die Hälfte der Polinnen und Polen der Meinung war, der Euro wäre gut für das Land. Also man war doch vielleicht nicht mehrheitlich, aber gab einen großen Anteil an der Bevölkerung für einen Beitritt zur Eurozone. Das hat sich radikal gewandelt. Mitte 2013 hat sich zwei Drittel der polnischen Bevölkerung doch relativ klar gegen den Euro-Beitritt ausgesprochen. Zeigt das, dass sich auch die Sicht auf Europa im Zuge dieser Krise in Polen grundsätzlich verändert hat? Also soweit ich weiß, sind das sogar 80% der Bevölkerung, die sagen, wir möchten in der EU bleiben, wir finden das gut. Und ich kann mich nicht erinnern, dass jemals eine Mehrheit für den Euro-Beitritt war. Ich kann mich erinnern, dass immer eine sehr große Mehrheit gegen den Euro war. Denn die Leute fahren, die Polen reisen um die Welt gerne. Ganz besonders in Europa schon immer so gewesen. Und sie sehen, was die Dinge kosten und sie sehen, was sie in Polen verdienen und sie sehen, was dann an Pension käme. Wenn meine Eltern jetzt bald in die Pension gehen, bekommen sie ungefähr 200 bis 250 Euro jeweils Pension. Das heißt, zusammen haben sie 500 Euro. Sie haben beide viel gearbeitet. Und das sind so die Realitäten. Allerdings muss ich sagen, bei dieser Krisengeschichte herrscht in Polen ein sehr gespaltenes Bild, aber überwiegend ein positives. Denn
Man muss es so sehen. Polen erlebt, gerade hat das die Weltbank in einem Bericht noch mal betont, gerade die beste Zeit seiner Geschichte seit mindestens 500 Jahren. So, das ist die Stimmung. Seit 1945 hat man eigentlich immer Krisen gehabt. Man ist sehr krisengeübt. Und das betrifft auch wirtschaftliche Krisen, Lebensmittelkrisen, Preisekrisen, alles Mögliche. Seit 1989 gab es bis zum Beitritt Polens in die EU permanente Krisen. Ich kann mich noch erinnern, bevor ich nach Deutschland ging, war die Inflationsquote bei 1400% im Jahr. Gleich nach dem Zusammenbruch des Kommunismus. Das muss man, ich kann mich daran erinnern, wie die Stimmung zu Hause damals war. Das heißt, man hat sich sehr zusammengerissen, um diesem Europa näher zu kommen. Und die Krisen, die man heute in Europa erlebt, auf die schaut der Durchschnittspole mit einer gewissen, ich möchte das jetzt nicht zu flapsig sagen, aber Gelassenheit. Erstmal, weil man selbst noch sehr gut weiß, wie es ist, in eine Krise zu stecken. Und man hat selbst gewusst, um aus der Krise rauszukommen, ist halt viel Anstrengung nötig. Und man freut sich sehr über diesen Erfolg, den man jetzt hat, dass man in der EU ist, dass man eben die beste Zeit hat, seit man sich erinnern kann, dass die EU sehr viel Geld nach Polen reinfließen lässt. Da sind sehr viele Milliarden, die jetzt in den nächsten 7 Jahren, wenn ich nicht irre, über 100, 150, knapp 150 Millionen, glaube ich, sind, Milliarden. Das ist einfach sehr, sehr viel, was Polen jetzt bekommt von der EU. Und diese Zeit will man nutzen. In dieser Zeit will man sich jetzt nicht traurig an den Krisen beteiligen, sondern man will die so gut wie möglich nutzen, damit man auch für die Zukunft vorbaut. Es ist auch das einzige Land, was keine Rezession in Europa hatte und was stolz drauf ist. Und was auch teilweise daran liegt, dass man sehr nah an Deutschland wirtschaftlich verbunden ist. Da sind ja gut ein Viertel des Wirtschaftswachstums bzw. auch des Außenhandels läuft über Deutschland. Deutschland hat die Krise halbwegs gut überlebt und aufgrund dessen gab es die in Polen auch nicht ganz so stark. Und ein Grund dafür, warum die Krise nicht so stark eingeschlagen ist, war auch, dass man eben nicht in der Eurozone war. Dass man die eigene Finanzpolitik machen konnte oder zumindest ein bisschen abfedern konnte über die eigene Währung. Und das sind so die Gründe, weshalb man sich freut. Andererseits ist das alles natürlich nicht so rosig, wie man das vielleicht so sieht oder wie das auf diesen ersten Blick aussieht. Es gibt eine große Arbeitsmigration. 2 Millionen Menschen, junge Menschen, sind aus Polen ausgewandert in den letzten Jahren, eben auf der Suche nach Arbeit. Das sind die, die sonst vielleicht auch arbeitslos wären. Die Arbeitslosigkeit in der Provinz ist immer noch sehr groß. Das Lohnniveau ist ein Viertel von dem in Deutschland. Benzin kostet aber vergleichbar viel. Fachkräftemangel ist langsam ein Thema. Das sind so alles Dinge, die irgendwo im Hinterkopf schon laufen, nicht nur bei den Politikern, auch bei der Bevölkerung. Und man hat diese Perspektive, man muss dem Euro relativ bald trotzdem beitreten, weil man sonst bei dieser Teilung Europa zwei Geschwindigkeiten, die sich immer mehr abzeichnet, hinten bleibt. Und dann hat man nichts mehr zu sagen. Aber Polen ist auch ein sehr ambitioniertes Land, möchte bald zu den 20 größten Wirtschaftsnationen der Welt werden. Da kann man natürlich jetzt, wenn man nicht in die Eurozone beitritt, das nicht erreichen oder das nicht mal als Ziel behalten. Insofern ist diese Notwendigkeit da, dem Euro beizutreten, aber man weiß, dass das auch wieder ein großes Risiko ist. Man versucht, diesen Moment so weit wie möglich hinauszuzögern. Aber jetzt auch die Ukraine-Krise, die jetzt uns alle erschüttert und Polen ganz besonders, die zeigt auch, wie wichtig ist, dass man tatsächlich bei den Entscheidungen ganz vorne dabei ist. Zu den Grünen kann ich nur noch ganz kurz sagen, in Polen nimmt man die Partei nicht wirklich wahr. Also es gibt keinen grünen Abgeordneten im Sejm, im Senat, auch im Europaparlament. Und es gibt auch keine große Chance, dass sich das ändert. Also die Grünen werden
meiner Meinung nach in Polen als bisschen so fast schon wie Phantasten gesehen, weil sie irgendwie sehr weit weg von der polnischen Realität sind. Soweit diese Themen sehr Umwelt, Minderheits, Gleichberechtigung etc. Die Themen werden schon als wichtig wahrgenommen. Die Gesellschaft verändert sich. Und trotzdem sagt man, jetzt ist nicht da, noch ist nicht die Zeit dafür da, dass die Grünen nach quasi mehr Stimmen kriegen. Und auch deshalb, so ähnlich wie in Griechenland, weil die Grünen auch relativ links politisch sind. Und damit kann man in Polen einfach nicht wirklich die Prozenten, die Punkte sammeln. Vielen Dank. Reinhard Bütikofer kann natürlich gerne auch als Co-Vorsitzender der Europäischen Partei etwas zu unseren Schwesterparteien in Griechenland oder Polen sagen. Was mich zunächst mal interessiert, Reinhard, ist dezidiert nicht die deutsche, sondern die Brüsseler Perspektive, wenn es eine solche überhaupt gibt. Wir haben ja jetzt ein relativ differenziertes Bild bekommen, nicht nur aufgrund von Unterschieden zwischen den Ländern, die uns, glaube ich, klar sind, die man nachvollziehen kann, sondern wir haben ja auch gehört, da mag es makroökonomisch den einen oder anderen Schimmer am Horizont geben, aber die soziale Lage, die politische Dynamik, das, was an Transformationsprozessen läuft und was mit großen Verwerfungen auch verbunden ist, das zeigt doch, dass wir die Frage, ist die Krise vorbei, Taz hat sie gestellt, mit Nein beantworten müssen. Oder sieht Brüssel das anders? Es ist ja ganz nett von dir, dass du mich für Brüssel sprechen lässt. Ich glaube, die Brüsseler Perspektive gibt es heute weniger, als es sie vielleicht vor 5 Jahren gegeben hätte oder vor 10. Weil sich im Gefüge der europäischen Institutionen und in der Dynamik, mit der die Institutionen interagieren, wenn ich das recht sehe, Entscheidendes verändert hat. Die Europäische Kommission, die lange Zeit mit dem Ehrentitel Hüterin der Verträge und mit dem Ehrentitel Integrationsmotor der Europäischen Union zu Recht bedacht wurde, hat an Einfluss gerade in diesen letzten 5 Jahren der Krise offenkundig dramatisch verloren, zugunsten der Mitgliedsländer. Es werden eben in der Eurozonensitzung dann bestimmte wesentliche Entscheidungen getroffen und es wird eben dann auch Stichwort Fiskalpakt, nicht mehr nach der Gemeinschaftsmethode agiert, sondern es werden neue intergouvernementale Verträge zwischen den Regierungen geschlossen und dann kommt die Kommission ein Stück weit in die Rolle einer Dienstmagd, die dazu vielleicht noch kluge Vorschläge anliefern kann, aber nicht mehr im Zentrum ist. Und das Zweite, was mir auffällt, ist, dass diese Kommission Barroso eines überhaupt nicht kann, und das personifiziert der Kommissionspräsident am allerbesten, sie kann nicht zu den europäischen Bürgern reden. Und sie versucht es noch nicht einmal. Von Barroso kenne ich überhaupt keinen ernst gemeinten Versuch, sich auf die Bürger einzulassen, mit den Bürgern zu reden. Sondern er leitet sein Selbstverständnis aus der technokratischen Machtfülle ab oder beschränkten technokratischen Machtfülle und hat dann manchmal auch gewisse Anflüge von Größenwahn. Hat mir mal ein Kommissar erzählt, ein Lieblingsspruch von Barroso wäre: I and my fellow global leaders. So. Ist immer ganz happy, wenn er neben irgendeinem richtig wichtigen Präsidenten stehen darf, so wie Xi Jinping oder so. Deswegen glaube ich also nicht, es gibt eine Brüsseler Perspektive. Aber es kommen bestimmte Dinge natürlich an, die sich dann in Brüssel verdichten, weil da eben
diese verschiedenen Erfahrungen zusammenlaufen. Und da würde ich schon sagen, ja, die Krise ist überhaupt nicht rum. Wir haben heute auch für einige Länder wie Spanien oder Italien niedrigere Zinsen als vor Beginn der Krise und höhere Schulden. Diese Marktrealität ist nicht unbedingt stabil. Das hat bis jetzt alles die EZB zusammengehalten. Dieser eine berühmte Satz von dem EZB-Präsidenten, we'll do whatever it takes. Ja, wir machen einfach alles, Zweifel drucken wir Geld, so wie es die Amis immer gemacht haben, um zu verhindern, dass der Euro auseinanderfliegt. Das hat die Märkte angemessen beeindruckt, aber das hat nur gereicht, um diese Krisendynamik einzufrieren. Im Falle Griechenlands etwa hat jetzt, kurz nachdem es diese Jubelmeldungen gab, man hat ein paar Milliarden am Markt platzieren können, gab es dann wieder die bedenklichen Meldungen, aber die Vorausberechnungen über die Entwicklung des Schuldenstandes Griechenlands erweisen sich als problematischer, als man angenommen hatte. Und eigentlich dürfte der IWF Griechenland nach seinen eigenen Regeln gar kein Geld mehr geben, weil die Schuldentragfähigkeit Griechenlands überstrapaziert ist, so wie die Prognosen im Moment aussehen. Es spekuliert keiner dagegen und es agitiert keiner dagegen, aber sozusagen die Lage ist schlechter als die Stimmung. Und ich glaube, das gilt in anderen Fällen auch. In Griechenland ist zum Beispiel in den letzten 6 Jahren das Volumen des verarbeitenden Gewerbes um 35% nach unten gesackt. Als es in Deutschland 2008, 2009 ganz schlimm war mit der Krise, da hatten wir minus 5%. Und es ist überhaupt nicht absehbar, dass da eine eigenständige, tragfähige wirtschaftliche Entwicklung greift. Vielleicht in Spanien ein bisschen besser. Aber es gibt in beiden diesen Ländern und auch im Süden Italiens erhebliche Kreditklemmen für mittelständische Industrie. Also gibt es einfach Statistiken, wie viel von den Kreditanträgen die mittelständische Industrie stellt, werden positiv beantwortet. Und dann, wenn das dann positiv beantwortet wird, zahlen die im Zweifel immer noch eine Differenz von 2-3% mehr an Zinsen, als ein deutscher Mittelständler für denselben Kredit zahlen würde. Also die Krise ist nicht rum. Die ist ökonomisch, ist es sozusagen stillgestellt. Aber es ist nicht sichtbar, wie die Strategie aussehen soll, um aus dieser Krise rauszukommen. Und es ist andererseits sichtbar, dass die Mittel, die man bis jetzt angewendet hat, irgendwie an ihr Ende kommen. Jetzt wird über Negativzinsen geredet. Das führt meines Erachtens zu einer dramatischen Auseinanderentwicklung innerhalb der Eurozone. Weil für Deutschland ist es eine Bonanza in mehrerlei Hinsicht. Ja. Erstens kriegst du extrem billiges Geld für Investitionen, wenn du irgendwas unternehmen willst. Und der Staat kriegt extrem billiges Geld, um sich zu refinanzieren. Also, und das fließt ja ganz viel Krisenkapital, fließt ja, weil es aus anderen Ländern flüchtet, nach Deutschland. Also Deutschland hat allein auf der Schiene enorm profitiert von der inhärenten Krisendynamik, ohne jetzt irgendwas angezettelt zu haben, ohne irgendwie da was gefingert zu haben. Das ist einfach sozusagen automatisch, fällt es uns in den Schoß, quasi ökonomisch, während das für die anderen Länder nicht genug, auch für Frankreich, nicht genug
Anschub ist, für eine um eine neue Dynamik auszulösen. Das sind die dynamischen Kräfte zu schwach, als dass das, was an Mitteln eingesetzt wird, reichen würde. Und in Deutschland profitieren wir davon aber ideal. Deswegen sehe ich nicht nur, dass die Krise nicht rum ist und nicht nur, dass wir ans Ende kommen einer bestimmten Verwendung von bestimmten wirtschaftspolitischen Instrumenten, sondern ich sehe auch durchaus eine Gabelungstendenz innerhalb der Eurozone. Und dazu kommt dann, und das ist ja jetzt sehr schön anschaulich beschrieben worden in vielen verschiedenen Beiträgen hier am Podium, die soziale Krise, die zum Teil einfach dramatisch ist und die dann mit dieser politischen Instabilität zusammengeht. Und im Moment glaube ich, wenn ich das, was sozusagen in Brüssel anlandet, zusammenzähle und Strich drunter ziehe, es gibt relativ viele, die sich solche skeptischen Gedanken machen, aber es gibt nicht sehr viele, die sich trauen zu sagen, was könnte denn die Strategie sein, die man anzubieten hätte. Jedenfalls in der Mainstream-Politik sehe ich nicht wirklich neue Gedanken. Also wenn ich mir angucke, zum Beispiel, was die Koalitionsvereinbarung der Großen Koalition jetzt zwischen SPD und CDU verabredet hat, das ist einfach weiter wie bisher mit ein bisschen sozialdemokratischem Efeu drumherum. Sonst nichts. Nicht ein einziger neuer Akzent. Und ich glaube, nach der Wahl können diese politischen, sozialen und ökonomischen Widersprüche nicht einfach so weiter schwären oder sozusagen weiter getrieben werden, sondern ich glaube, den muss man sich stellen. Jetzt können wir natürlich drüber reden, was wäre da möglicherweise die Perspektive, aber das ist vielleicht noch nicht der Punkt jetzt, so, weil du gefragt hast, wie sieht das in Brüssel aus oder von Brüssel aus? Ich halte die Diskussion, die in der Europawahlkampagne jetzt geführt ist, eigentlich angesichts dieser beschriebenen Situation für vollständig unangemessen. Es gibt keine ernsthafte Diskussion darum, welche Verzweigung wir anpacken. Ja, es gibt diesen berühmten Satz von Yogi Berra, if you get to a fork in the road, take it. Ja, wir diskutieren noch nicht mal darüber, wo die fork in the road hingehen könnte und hoffen, irgendwie löst es sich. Ich denke, das ist im Moment so ein bisschen Traumtänzerei. Du hast gesagt, dieser Blick, den da einige in der Kommission in Brüssel haben, ist unangemessen. Du hast gesagt, Deutschland profitiert. Ich halte jetzt einfach mal dagegen. Ich glaube, das ist nicht die Perspektive der Deutschen in ihrer Mehrheit oder das ist zumindest auch nicht der Diskurs, den ich bisher wahrnehme, sondern da ist, glaube ich, eher zutreffend, was ja auch schon mal formuliert worden ist, viele Deutsche sagen, wir sind ganz gut durch die Krise gekommen. Ich glaube, das waren ihre Worte. Und was man dann auch häufig hört, ist, ja, und das liegt auch daran, dass wir ihre Hausaufgaben gemacht haben. Im Gegensatz zu den Strukturreformen, die in anderen Ländern diskutiert worden sind, haben wir die schon hinter uns. Wir waren und wir sind weiterhin Zahlmeister dieser EU. Und ich überspitze das jetzt mal. Jetzt, wo auch andere Länder beginnen zu sparen, ihre Hausaufgaben zu machen, Stichwort Austerität, da sieht man ja, es wird ein bisschen besser. Ich gebe da jetzt nicht meine Meinung wieder, sondern einen Diskurs, den man, glaube ich, in vielen Zeitungen und zwar nicht nur in den bürgerlichen Blättern dieser Republik lesen kann. Wir haben gesagt, wir wollen die Perspektive umdrehen. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche in Deutschland, aber wollen auch nochmal den Blick lenken auf die Perspektiven aus anderen europäischen Ländern. Herr Pappas, wollen wir jetzt noch eine Runde zu machen. Da hat es ja auch wahrnehmbar in Deutschland in der griechischen Öffentlichkeit eine sehr kritische Auseinandersetzung gegeben, auch eine sehr polemische, die von Boulevardblättern in beiden Ländern geführt worden ist. Ich erinnere mich da an ein Nachrichtenmagazin in Deutschland mit einem Titel einer
Skulptur, die man so ein bisschen retuschiert hatte. Ich erinnere mich aber auch... Keine Skulptur, Aphrodite. Aphrodite. Mit dem Stinkerfinger. Also nicht irgendein. Das können Sie gleich alles nochmal. Ich erinnere mich auch an ein paar... Titelseiten beziehungsweise Montagen griechischer Blätter. Das, glaube ich, wäre jetzt sozusagen die Fragestellung in dieser Runde, wie wird da die deutsche Rolle diskutiert, diese Austeritätspolitik, ob sie denn jetzt wirklich verordnet wird aus Berlin oder nicht, sei mal dahingestellt. Uns interessiert die Wahrnehmung dessen, was da sagen in Berlin gemacht wird, die Europapolitik dieser Bundesregierung und das, was Herr Barroso ja anscheinend alles ebenfalls richtig und gut heißt. Ja, bitte. Naja, die ganze Diskussion über Bild, Zeitung und diese unsägliche Kampagne, die sie gestartet hatte mit verkaufte Inseln oder auch die Akropolis und so und Fokus mit Aphrodite und Stinkerfinger, ist schon lange her. Und die Antwort aus, die angemessene Antwort aus Griechenland kam ja dementsprechend mit den unsäglichen Vergleichen Merkels und Schäubles mit Hitler. Also das ist Gott sei Dank sind wir ein Stück weiter davon entfernt. Nichtsdestotrotz, die Beziehungen zwischen Griechenland und Deutschland haben sehr darunter gelitten und ich glaube, es werden sehr viele Jahre dauern, bis wir, wenn überhaupt, an das Niveau zurückkommen, wo wir mal waren. Denn inzwischen ist viel Porzellan zerschlagen worden aus allen Seiten und ist diesmal, abgesehen von das, was Bild und Fokus gemacht hat, ich glaube, es gibt auf der politischen Ebene tiefere Gründe, die man so einfach nicht aus dem Weg machen kann. Zum Beispiel ganz aktuell Syriza, dieses linke Bündnis, normalerweise als erste Partei bei der Europawahl wird und höchstwahrscheinlich auch den nächsten Premier Griechenlands stellen, kommt jetzt bei der Europawahl mit Hauptwahlwerbung entweder wir oder Merkel. Es ist die griechische. Es ist die griechische Variante von diesem Berlusconi-Slogan. Ja? Nur in Griechenland heißt es entweder wir, die Linken, oder Merkel. Berlusconi heißt mehr Italien, weniger Deutschland, glaube ich. Das ist, oder? Ja. Also der Tsipras sagt entweder wir oder Merkel. Allein das zeigt, wo die Brüche eigentlich sind. Also für einen großen Teil der politischen Klasse in Griechenland. Also die meisten Parteien in Griechenland unterscheiden sich heutzutage nicht durch links oder rechts oder sonst was, was wir bis jetzt uns bekannt war. Also die unterscheiden sich, ob sie für diese Programme sind, die Anpassungsprogramme oder dagegen. Man kann ganz rechts außen sein oder ganz rechts links sein, aber trotzdem sind sie auf eine Sache einig und da kommt jetzt, da ist dann die Konfrontation zwischen allen Parteien. Und das ist ganz bezeichnend für die Rolle eigentlich, gewollt oder ungewollt, was Deutschland heutzutage in Europa spielt. Denn der Herr Bütikofer hat vorhin also diese Rolle von Draghi ganz gut beschrieben. Und ich stimme auch zu, also dass Griechenland zum Beispiel nach 3 oder 4 Jahren zum ersten Mal zurück an den Märkten kam, lag natürlich nicht an den Wirtschaftsdaten oder Finanzdaten Griechenlands, überhaupt nicht. Oder Perspektiven Griechenlands, überhaupt nicht. 170% des Bruttoinlandsprodukts Schulden hat Griechenland momentan und trotzdem hat sie unter 5% Zinsen bekommen, Geld, Zinsen bekommen. Das gibt es ja nicht. Und das ist klar, dass da etwas anderes läuft. Und was ist dieses andere? Dieses andere ist die Garantie, die Draghi gegeben hat. So hat auch Spanien Geld bekommen und Italien auch. Und die Frage ist nun, was wäre, wenn diese Garantie von Draghi oder von der Kommission oder von der Troika oder so, nicht von der Troika, von der Kommission, was, wenn diese Garantie ganz am Anfang gegeben würde? Aber ganz am Anfang, als die Krise angefangen hat, als die Spreads Griechenlands nicht 29 oder 30% erreicht haben, sondern
10 oder 12. Wenn dann die Garantie gegeben hätte, okay, egal was passiert, wir lassen kein Land aus dem Euro raus. Meine, das können wir können natürlich nur spekulieren. Aber höchstwahrscheinlich die Antwort wäre, wir hätten diese Krise in dieser Dimension, die wir erlebt haben, nicht haben. Also, das heißt, dass hier etwas schief gelaufen ist. Und es ist etwas schief gelaufen, weil ja Merkel die ganze Zeit nicht festlegen wollte, ob Griechenland im Euro bleibt oder nicht. Das kam sehr spät. Das kam sehr spät. Und es ist ja nicht mehr die Zeit zu reparieren. Und die Frage ist nun eine zweite Frage. Was wäre, wenn wir diese Garantie am Anfang gehabt hätten und die Zeit, die dazwischen kam, für andere Dinge uns nutzen könnten? Zum Beispiel, damit wir die Wirtschaftspolitik enger angleichen. Damit wir die Wettbewerbsfähigkeit mehr irgendwie verbessern. Stattdessen haben wir nur mit der Frage beschäftigt, wird Deutschland Griechenland am Euro, im Euro behalten, ja oder nein? Wann entscheidet Merkel? Und die nächste Frage ist ja, warum und unter welchen Kriterien hat die Merkel diese Entscheidung getroffen? Unter europäischen Kriterien oder nationalen Kriterien? Meine Antwort ist unter nationalen Kriterien. Also sie hat national gedacht und die Entscheidung verschoben und erst einmal später doch getroffen. Das heißt, dass Merkel und durch Merkel als Kanzlerin Deutschland diesen Prozess der Renationalisierung der europäischen Politik ganz aktiv betrieben hat die letzte Zeit. Der französische Präsident Hollande hat nicht gesagt, Merkel oder ich, aber er hat sich ja durchaus inszeniert als eine Art Korrektiv zu Merkel im Vorfall der Präsidentschaftswahlen. Er hat die deutsche Austeritätspolitik kritisiert. Es gab danach dann auch Gespräche, wo zumindest die öffentliche Meinung zu dem Schluss gekommen ist, dass was da im Vorfeld der Wahl versprochen wurde, was er sozusagen Merkel abtrotzen wollte, das hat er nicht erreicht. Ein wenig Symbolpolitik, Stichwort Bekämpfung, gemeinsame Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Jetzt, haben Sie vorhin gesagt, geht es in Frankreich um ähnliche Strukturreformen, wie sie Deutschland bereits hinter sich hat. Das heißt, ist Hollande jetzt auf Merkel-Kurs und ist die französische Öffentlichkeit auf Merkel-Kurs? Naja, erstmal muss man abwarten, wie die Reformen umgesetzt werden, glaube ich. Das kann ich Ihnen dann vielleicht besser antworten. Aber das stimmt, dass Hollande, der hatte seinen Wahlkampf so organisiert, dass er versprochen hat, dass er endlich mal, dass Frankreich wieder endlich mal wieder auf Augenhöhe mit Deutschland sprechen wird, weil als die Krise ganz hoch war in diese Jahre 2010, 2011, hat Frankreich immer wieder gedrängt, dass Deutschland schneller und aktiver in dieser Krise reagiert. Und Merkel hat gezögert und ohne die Entscheidung von Merkel konnte eben nichts passieren. Und durch diese Situation, diese Verhandlungen hat auch Frankreich eben nochmal ganz klar seine eigene Schwäche und seine Position gegenüber Deutschland verspürt. Und das hat eben auch beigetragen zu diesem antideutschen Ressentiment, die auch in der Zeit der Krise auch sich verbreitet haben in Frankreich. Es war nicht so stark vielleicht wie in Griechenland. Also wir hatten keine Zeitungs mit Merkel mit Nazi-Uniform, aber wir hatten schon Sprüche von auch bekannte Politiker, die sich erlaubt haben, von einer Politik à la Bismarck zu sprechen oder oder manche sehr bekannte Intellektuellen, die deutschen Unternehmen vorgeworfen haben, dass sie so fast Nazi-Methoden hätten. Also es kam schon viele germanophoben Sprüche in Frankreich. Ich glaube aber, es ist wirklich trotzdem beschränkt auf gewisse politische Vertreter. Aber ich will erinnern, letztes Jahr, 2013, hat auch selbst der Präsident der Assemblée Nationale, Claude Barthelon, hat empfohlen, dass man eine
Konfrontationspolitik mit Deutschland hat. Also das ist wirklich ein Thema, so dass man sich nicht, dass man nicht Deutschland unterlegen ist. Und neulich, ich gebe Ihnen ein Beispiel, waren ein paar Politiker der UMP in Berlin. Das ist die Oppositionspartei, die Partei von Sarkozy. Und eine der ein bisschen Hoffnungsträger von dieser Partei, der auch Deutschland sehr gut kennt, auch Deutsch kann, sagte: Ich werde es nie zulassen, dass ich als so Knecht von Deutschland behandelt werde. Also da sieht man ein bisschen so, wie man so tickt im politischen Apparat in Frankreich. Reinhard Bütikofer wieder kurz reingerätscht. Das provoziert mich jetzt schon ein bisschen. Weil, also ich glaube, dass es durchaus richtig ist, wenn Sie vorhin sagten, da ist in Deutschland auch mit nationalen Karten gespielt worden. Ich glaube aber, es wäre nicht richtig, die Situation so zu beschreiben, als wäre dort nur mit nationalen Karten gespielt worden, in Deutschland. Und es wäre auch nicht richtig, wenn man den Vorwurf, Deutschland spiele mit nationalen Karten, nicht auch als den Versuch, mit nationalen Karten zu spielen, kritisieren würde. Ich glaube, Deutschland hat in dieser Situation zwei Funktionen. Einmal die Projektionsfläche für die Frage, wer ist schuld? Und zum Zweiten die Funktion, dass man sich dahinter verstecken kann. Es ist nicht nur so, dass Deutschland eine bestimmte Austeritätspolitik vertreten hat. Das ist wohl so, ja. Da kann man gerne viel drüber reden. Ich würde übrigens tatsächlich lieber Austeritätspolitik sagen als Sparpolitik, weil Sparpolitik, das klingt mir zu freundlich. Aber zum Beispiel die Finnen waren gegenüber Griechenland wesentlich brutaler, als die Deutschen bereit waren zu sein. Die Holländer waren ziemlich brutal, die Österreicher waren ziemlich brutal. Also die Schweden, man kann eine ganze Latte von sozusagen Leuten aufzählen, die nie großen Wert darauf gelegt haben, selber attackiert zu werden für die Position, die sie einnehmen und immer froh waren, wenn das dann sozusagen nach Berlin geht, die Kritik, aber die ganz froh waren und ohne die auch Berlin diese Rolle nicht hätte spielen können. Denn es gibt auch ein paar Beispiele dafür, dass eben Berlin sich keineswegs immer durchsetzt. Wie Kerstin Gammelin von der Süddeutschen Zeitung ein Buch geschrieben, ich habe es nicht gelesen, habe eine Besprechung gelesen, da wird eine Situation beschrieben, wo Merkel und Sarkozy sich geeinigt hatten. Sie wollten im Europäischen Rat durchsetzen, dass die Länder, die zu viel Schulden machen, ihr Stimmrecht im Rat verlieren sollen. Die beiden haben tatsächlich diesen idiotischen Plan sagen auf die Ratssitzung getragen und da beide dafür gekämpft. Ja. Da haben sie sich nicht durchgesetzt. Und es gab dann unmittelbar... Natürlich, Gott sei Dank. Natürlich, Gott sei Dank. Und als Hollande gerade gewählt war und es diesen Gipfel gab, unmittelbar danach, gab es ein kurzfristiges taktisches Bündnis zwischen Rajoy und Hollande und den Italienern. Monti, ja. Ich glaube, er war es noch. Und da musste Merkel auch Zugeständnisse machen. Also sozusagen in solchen Situationen. Also so stark war die deutsche Bundesregierung nie, dass sie einfach sozusagen nach eigenem Gusto da regieren konnte. Aber es gab auch, und das zwei Punkte, an denen meines Erachtens die Diskussion nachgeschärft werden muss. Das eine ist, ich habe ganz viel, sage ich jetzt mal zugespitzt, Nationalismus der Französischen Republik erlebt, die jedes Mal, wenn von Deutschland ein Vorschlag kam, der sagt, lasst uns politisch stärker integrieren, gesagt, das gibt es überhaupt nicht. Oberhalb der Französischen Republik gibt es nichts. Ja, noch nicht mal der Gang zum Europäischen Gerichtshof ist zulässig, weil das ja irgendwie die Gottesunmittelbarkeit des französischen Präsidenten einschränken würde.
Und das Zweite, was ich differenzieren wollte, ist, unter der Überschrift Sparpolitik werden manchmal zwei verschiedene Elemente zusammengemischt, die man meines Erachtens auseinanderlegen sollte. Und Kouvelis, der Parteiführer von Dimar in Griechenland, hat das mal, finde ich, in einer Diskussion sehr schön gemacht. Er hat gesagt, Reformen brauchen wir. Aber diese verdammte Kürzungspolitik, diese Austeritätspolitik, die bringt uns um. Und das ist ja auch eine, würde ich dann aus deutscher Erfahrung sagen, eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Wir haben bestimmte Reformen gemacht, kann man jetzt streitig darüber diskutieren, wie man die von heute aus bewertet, aber hätten wir zu dem Zeitpunkt eine Austeritätspolitik obendrauf gepackt und hätten wir nicht sozusagen mehr Schulden gemacht, als der Stabi-Pakt uns erlaubt hat, dann wäre uns das ganze Land um die Ohren geflogen. Und insofern glaube ich, also das sollte man in der Diskussion über die Austeritätspolitik auseinanderlegen. Einerseits einfach dieses zum Teil hirnlose Kürzen, wo eine der ersten Maßnahmen, die die Troika Griechenland vorgeschrieben hat, war, dass Griechenland die Investitionen in Photovoltaik nicht mehr unterstützen soll, weil es das Geld dafür nicht hat. Ja? So diese Arten von Hirnlosigkeit oder im Gesundheitsbereich und so weiter, die haben unglaublich viel soziales Porzellan zu schlagen, aber dass Reformen erzwungen werden mussten, das finde ich schon. Und da hat teilweise Deutschland auch die Rolle gespielt, dessen, der darauf insistiert, dass da was stattfindet. Und ich glaube aber nicht aus Boshaftigkeit nur. Ich glaube, das hatte eine Ratio. Weil man kann nicht einfach die Sachen auseinanderlaufen lassen. Sie haben vollkommen recht, wenn Sie sagen, Deutschland ist nicht der einzige, der Entscheidung. Es gab andere Länder, die noch strenger waren. Aber aus der Sicht Frankreich sieht man nur Deutschland und es gibt irgendwie eine Obsession an Deutschland in Frankreich seit Jahren und es sei denn von der Seite der Medien oder der Experten oder der Politiker, jeder redet von dem deutschen Modell, man vergleicht sich in allen möglichen Bereichen und das hat man auch im Wahlkampf 2012 gesehen, da hat auch Sarkozy versucht, so das deutsche Modell so im Vordergrund zu setzen, ist leider überhaupt nicht aufgegangen, also die Leute haben das völlig abgelehnt, da hat auch versucht, die Merkel einzuladen und dann musste er sie doch ausladen. Das hat mit der politischen Kommunikation in Frankreich, wie man sich gegenüber Deutschland vergleicht. Man hat manchmal den Eindruck, es gibt nur Deutschland und sonst gibt es sonst nichts in Europa und in der Welt überhaupt. Wie wird das in Spanien wahrgenommen? Dort regiert ja kein Sozialist wie in Frankreich, sondern im Grunde der Parteifreund von Frau Merkel. Also wenn man jetzt an die europäische Parteienfamilie der Konservativen denkt, über deutsche Modelle wird auch gesprochen, meines Wissens, nicht nur in Bezug auf die Austeritätspolitik, sondern es gab vor kürzerem Jahr die Idee, die deutsche duale Ausbildung zu exportieren. Aber wie ist da der Diskurs im Hinblick auf die Berliner Politik und das, was zumindest als deutsches Austeritätsdiktat empfunden wird, zumindest in einigen Ländern? Naja, erstmal möchte ich sagen, dass für mich als Spanier, als Europäer, ich finde falsch, wenn jemand sagt, in Spanien zum Beispiel, Merkel ist der Hauptgrund all unserer Probleme. Das kann nicht sein. Ich glaube, in diesem Sinne sollten die Spanier schon ein bisschen Selbstkritik ausüben und auch die eigenen Fehler einräumen und sagen, okay, lass uns versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden. Das wäre die erste. Und das passiert sehr oft unter den spanischen Linksparteien, dass Merkel als Hauptfeind präsentieren. Und wenn wir diesen Feind besiegen, werden wir doch einen Ausweg aus der Krise finden. Das ist vollkommen falsch, meiner Meinung nach. Jetzt kommen wir auf die Diskussion, ist Deutschland oder das deutsche Problem die Antwort für alle unsere Probleme in Spanien? Und ich glaube, da ist auch die Antwort nein, ganz klar. Also das deutsche Modell kann nicht 1:1 in Spanien übernommen werden. Das ist keine Lösung für die spanischen Probleme. Das duale System, okay, das könnte funktionieren. Export, sollen wir alles auf Export setzen, so wie Deutschland macht?
das glaube ich, das wird nicht in Spanien funktionieren. Spanien hat ein ganz anderes wirtschaftliches Modell wie Deutschland und wir können das deutsche Modell 1:1 nicht übernehmen. Das wird nicht funktionieren, garantiert nicht. Und das wird auch nicht das Problem der Arbeitslosigkeit in Spanien lösen. Das wird auch nicht das Problem der Arbeitslosigkeit lösen. Aber gut, kommen wir auf die Position von der spanischen Regierung. Es gibt natürlich ganz klare politische Ähnlichkeiten zwischen Merkel und Rajoy. Sie gehören ja die gleiche politischen Familie in Europa. Und ich glaube schon, dass Ministerpräsident Rajoy in Kauf nimmt, dass das deutsche Modell die Antwort ist, die Arbeitslosigkeit in Spanien zu bekämpfen. Das heißt, Rajoy nimmt in Kauf, dass die kurzfristige Lösung für die unglaublich hohe Arbeitslosigkeit in Spanien ist, schlechte Arbeitsbedingungen, schlechtere bezahlten Jobs. Das ist die kurzfristige Antwort, die an Rajoy an Spanien anzubieten hat. Und das ist schon zu spüren in den Statistiken der Arbeitslosigkeit in Spanien. Sinken ein bisschen, aber gleichzeitig sehen wir auch, dass die Qualität der Arbeit auch unglaublich niedrig ist. Die Löhne sind auch unglaublich niedrig. Und wenn wir auf die Statistiken des deutschen Arbeitsmarkts gucken, sehen wir auch, dass diese Art von Arbeit unglaublich gewachsen ist in den letzten 10 Jahren. Seit den letzten Reformen von rot-grünen Regierung, muss man auch sagen. Wollen wir mehr Leiharbeit, wollen wir mehr Zeitarbeit als Antwort der Arbeitslosigkeit? Wollen wir Leute, die für 400 Euro im Monat arbeiten? Ist das die Antwort? Ich glaube nein. Also gut, vielleicht wäre das eine kurzfristige Antwort, aber die Experten sagen, die hohe Arbeitslosigkeit in Spanien wird mindestens bis das Jahr 2018 bleiben. Das heißt, wir werden Arbeitslosigkeitquoten von über 20% ungefähr bis, also innerhalb der nächsten 4 Jahren. Ich weiß es nicht. Das ist nicht das Spanien, das ich möchte. Ich möchte noch was, die Stunde der Selbstkritik, ja, in Spanien. Es gibt einen sehr guten Satz von einem Intellektuellen in Spanien, der hieß José Luis San Pedro. Ich kann seine Bücher nur weiterempfehlen, ist leider schon gestorben. Und er hat gesagt, vor einem Jahr ungefähr, vor seinem Tod, Sparpolitik oder Austerität sind nur schlecht, wenn jemand anders sie uns anordnet. Aber es ist nicht schlecht, wenn wir selber das als persönliche Entscheidung treffen. Und ich glaube, das war auch das Problem in Spanien. In Spanien, wir haben geglaubt, dass wir ein unglaublich reiches Land waren. Dass wir immer mehr Krediten nehmen konnten und das wäre nie ein Problem. Wir werden immer Arbeit haben, diese Kredite zurückzubezahlen. Das ist nicht passiert. Die Immobilienblase kam, das Problem der Arbeitslosigkeit kam auch gleichzeitig. Und jetzt haben wir das Problem, das wir haben. Ich hatte mal Gelegenheit, mit Herrn Schäuble zu sprechen. Ich hatte ein Interview mit ihm für eine Stunde. Und da habe ich ihn gefragt, Herr Schäuble, glauben Sie nicht, dass die deutschen Banken ihren Teil der Verantwortung in der Immobilienkrise in Spanien übernehmen sollten, einräumen sollten? Ich meine, wir sprechen ja von 300.000 Millionen Euro, die wahrscheinlich die deutschen Banken in diese Sektoren in Spanien investiert hat. Systematisch. Und da hat Herr Schäuble gesagt, Herr Jerez, Sie sind sehr jung, Sie müssen wissen, die Kredite, die aufgenommen werden, müssen immer zurückbezahlt werden. So funktioniert unser Wirtschaftsmodell. Okay, ich verstehe nicht, ob Herr Schäuble im Namen der deutschen Banken spricht, wenn er sowas sagt, oder dass er wirklich sowas glaubt, wenn er das sagt. Weil es ist ganz klar, dass die deutschen Banken, also ohne die deutschen Banken, ohne das Kapital der deutschen Banken, wäre die Immobilienblase in Spanien nie zustande gekommen. Ja. Es ist so. Es ist einfach eine objektive Realität, die
Merkels Regierung akzeptieren sollte und auch konsequent agieren. Und das hat die deutsche Regierung nicht gemacht. Ich weiß es nicht, ob das sich verändern wird mit dem Eintritt von den Sozialdemokraten in die deutsche Regierung. Ich hoffe, aber das sehe ich auch nicht so. Und das ist ein ganz klar Zeichen, eine Renationalisierung der deutschen europäischen Politik, meiner Meinung nach. Frau Romaniec, Sie haben vorhin gesagt, die Polinnen und Polen sind auch stolz darauf, dass sie bislang ganz gut durch die Krise gekommen sind, dass es diesen hohen Grad an wirtschaftlicher Verflechtung mit der Bundesrepublik gibt und es da durchaus auch Zusammenhänge gibt. Gibt es überhaupt sowas wie Kritik an der deutschen Politik in Europa oder ist es nicht vielmehr so, dass jetzt nicht mehr Paris da nun besonders nah dran ist an Berlin und einen gemeinsamen Takt hat, sondern dass jetzt zwischenzeitlich Berlin und Warschau zumindest ökonomisch und europapolitisch voll auf einer Linie sind? Na, noch nicht so richtig, weil Warschau eben nicht mit im Boot sitzt in dem Euroclub. So, aber es stimmt so, Merkel und Tusk verstehen sich blendend, zumindest demonstrieren sie beide gerne das. Sie spielen das auch durchaus, demonstrieren sie auch gerne gegenüber Paris. Und einerseits ist es die gleiche Parteifamilie. Andererseits aber auch vertraut Polen einfach auf die deutsche Politik in Europa. Und also wenn man so die Zeitungen liest und die Menschen spricht, dann hört man, naja, wie auch immer, aber immerhin, die Arbeitslosigkeit ist gesunken, die Reformen sind vorher gewesen, Wirtschaft entwickelt sich, schneller oder langsamer, aber es geht halt, Deutschland ist ziemlich gut durch die Krise weggekommen und das ist so das, was in Polen ankommt, jetzt so ganz grob gesagt. Merkel ist auch die bekannteste und die beliebteste ausländische Politikerin oder die Politikerin Auslands in Polen schon seit ein paar Jahren. Also die hat sogar den amerikanischen Präsidenten geschlagen. Also das ist in Polen echt viel wert. Also das kann man nicht irgendwie übersehen. Natürlich. Wenn jetzt ein Republikaner gewinnt, ändert sich das wieder. Möglich. Aber man vertraut einfach darauf, was, was Deutschland in der Europa, in der Politik in Europa jetzt gemacht hat. Und vor ein paar Jahren hat hier Außenminister Sikorski für großes Aufsehen in Berlin gesorgt. Er sagte hier in der Dresdner Bank, Pariser Platz, da war gerade die Krise fing gerade an. Da sagt er, ich erwarte von Deutschland Führungsqualitäten, Führung in Europa. Ich habe mehr Angst davor, dass wenn Deutschland oder ich habe weniger Angst vor deutschen Panzer als davor, dass Deutschland nichts tut. So jetzt in dieser Situation. Sie brauchen sich nicht zu wundern. Das ist aber ein symbolisches Bild, was für Polen wirklich eine sehr starke Veränderung in der Mentalität und Denke symbolisiert. Und das meinte er so. Also er meinte jetzt nicht Führung politisch im Sinne Führung, zum Beispiel was die Ostpolitik angeht. Das meinte er auf keinen Fall. Aber er meinte die Führung in der Eurokrise, die gerade begonnen hatte. Und heute sagen die polnischen politischen Eliten, ja, das ist gut gegangen. Also mit allen Schmerzen für diese Länder und mit aller Kritik, die auch durchaus in Polen zu hören ist an deutsche Haltung gegenüber dem einen oder anderen Land oder dass etwas zu spät geschehen ist etc. Trotzdem im Saldo sagt man, es ist gut gegangen. Und wenn Polen jetzt in den Euroclub beitreten würde, wofür Deutschland durchaus ist, man pusht das nicht, also Polen selber pusht das nicht, Deutschland pusht das auch nicht, aber alle beide wissen, man wäre dann Verbündete. Polen fährt insgesamt eigentlich den gleichen Kurs, was die Finanz- und was die haushaltspolitische Ansichten angeht, sind die sehr, sehr ähnlich. Also Balcerowicz hat in Polen nach der Wende 89 schon damals die Haushaltsbremse eingeführt, die hier als die Erfindung überhaupt jetzt gefeiert wurde, 20 Jahre später. Und damit kamen die Polen und sagten, Moment mal, bei uns gibt es schon seit immer diese Bremse und deshalb haben wir einige Reformen machen können.
Aber das bedeutet auch, was das den Leuten von den Leuten, was eigentlich gefordert wurde. Das ist alles hinter uns jetzt. Und das heißt, wenn jetzt im Euroclub Polen dazu käme, wäre das ein großer Verbündeter der deutschen Haltung in Europa. Es gibt einen Bereich, wo sich beide überhaupt nicht gut treffen im Moment. Und auch wenn sie genau das Gegenteil behaupten, dass sie auf dem guten Kurs sind, das ist die Energiepolitik. Ja. Ja, also da ist klar, dass Deutschland von der großen Wende eigentlich nichts wissen will. Kommt jetzt das Ende? Oh. Das ist nicht der Einspieler für den Abspann, keine Sorge. Ich glaube, es handelt sich um ein Handy. Ich habe es begriffen. Also von der Energiewende will man in Polen noch nichts hören, weil man braucht einfach sehr viel Energie und man hat sehr viel Gewinn davon, wenn man jetzt nochmal weiter auf Kohle irgendwie setzt. Und da sucht man andere Wege als die erneuerbaren Energie, die man nur so viel entwickelt, wie das eigentlich nötig ist, wie man dazu verpflichtet ist. Dankeschön, auch dass Sie dieses grüne Thema hier einspeisen aus einer polnischen Perspektive. Ich glaube, da könnte man jetzt ja stundenlang weiter diskutieren, auch im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise. Wir wollten schon nochmal die Möglichkeit geben, dass auch vielleicht hier aus dem Publikum Fragen kommen. Reinhard, du hattest dich gemeldet. In der Tat, ich würde dir vorher Gelegenheit geben, wenn du denn magst, nochmal einen kleinen Ausblick zu geben. Du hast gesagt, Austerität nein, zumindest diese Austeritätspolitik wie bisher ist gescheitert, ist auch der falsche Weg. Reform ja. Ich ergänze jetzt mal Reformen, die nicht aufoktroyiert werden dürfen, ob jetzt aus Berlin oder Brüssel. Sowohl Brüssel wie auch Berlin können dann natürlich eine Hilfestellung bieten. Was könnte eine Rolle sein des Parlaments, der EU-Kommission, auch einer Bundesregierung, um da einen Prozess auf den Weg zu bringen, um die Probleme, die jetzt hier auch benannt worden sind, wirklich zu adressieren, wirklich auch zu bewältigen? Gibt es da jetzt in wenigen Sätzen sagen einen Leitgedanken, wo du sagst, ja, das könnte quasi das die Antwort auf diese gescheiterte Autoritätspolitik sein? Nochmal zum Anfang. Ich bin einverstanden mit den Beschreibungen, mit denen Sie angefangen haben, Herr Pappas, dass da eine gewisse Renationalisierung der deutschen Wirtschaftspolitik oder im europäischen und im Euro-Rahmen stattgefunden hat. Es war aber nicht bruchlos. Also zum Beispiel die ersten beiden Griechenland-Pakete, das war keine Renationalisierung, sondern da ist Merkel völlig unvorbereitet über ihren Schatten gesprungen, ist hingegangen mit der Ankündigung niemals nie, und ist nach Hause gekommen und hat gesagt, wir mussten aber. Was, finde ich, so einen gewissen Heroismus des Zickzack darstellt, für den ich relativ dankbar bin, weil hätte sie an ihrer ideologischen Ausgangsposition festgehalten, ging es uns schlimmer heute. Am Anfang war da keine Richtung zu erkennen und dann hat sich so eine... Und es war auch keine deutsche Führung zu erkennen am Anfang. Und irgendwann gab es dann, Deauville war glaube ich der Anfang, gab es dann diese Entscheidung von Sarkozy und Merkel, das wird jetzt nichts mehr und die Kommission kriegt es eh nicht hin und jetzt müssen wir beide uns unterhaken. Und der Erste, dem wir mal Bescheid stoßen, ist Berlusconi und den hat man dann bei einem Gipfel erklärt, was er alles falsch macht und was er jetzt gefälligst richtig zu machen hat. Also da war gegenüber Italien war zum ersten Mal wahrnehmbar, dass dann die sagen, jetzt sagen wir mal, wo es lang geht. Und das war dann auf der Grundlage einer solchen Austeritätspolitik. Der Fortschritt war, dass eine Bereitschaft da war, Führung zu übernehmen, weil ich glaube, sonst wäre die Zone sozusagen völlig getrudelt und der Inhalt der Politik war aber extrem verkürzt. Obwohl so ganz einfach ist vielleicht auch nicht mit dem selbstbestimmten Sparen. Ja. Also ich will nur eine kleine Anekdote erzählen, als wir uns mit den französischen Grünen zusammengesetzt haben. Einer der Gesprächspartner war Pascal Canfin, der dann später Juniorminister war in der Regierung, damals noch als Mitglied des Europäischen Parlaments. Und wir haben darüber geredet,
wie wir mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt umgehen wollen. Und Pascal hat argumentiert, ja, also das werden wir in dem gegebenen Zeitraum nicht schaffen, die Kriterien des Stabilitäts- und Wachstumspakts einzuhalten. Das war sozusagen die realpolitische französische Position. Und alle anderen Franzosen, einschließlich Alain Lipietz, haben argumentiert, ist sowieso Quatsch, sich an solche Kriterien halten zu müssen. Und unser linker Sven Giegold hat den Franzosen versucht beizubiegen, ja, dass es Regeln gibt, an die man sich hält. Ja. So. Also, deswegen haben wir auf der europäischen Ebene versucht, ein Begriffspaar zu bilden, das hieß Solidarität und Solidität. Das muss irgendwie sich gemeinsam ergänzen. Und wenn jetzt die Frage ist, wo der Weg jetzt über das Krisenmanagement hinausführen kann, dann kommt für mich da das dritte S sozusagen in Blick, nämlich Sustainability. Also ich glaube, da, was wir brauchen, ist eine neue Politik der Investitionen. Die werden wir nicht finanzieren können mit den alten Mitteln. Da werden wir uns andere Gedanken machen müssen, wie wir die finanzieren. Aber wir müssen Investitionen finanzieren. Wir müssen Investitionen finanzieren in Infrastruktur. Wir müssen Investitionen finanzieren auch in, insbesondere im verarbeitenden Gewerbe. Ich glaube, die Parole, die man in Brüssel hört, von einer Renaissance der Industrie in Europa, ist vielleicht von manchen als antiökologisches Projekt gemeint, ist aber trotzdem richtig, weil ich glaube, dass man sozusagen in der Krise sieht, dass die Länder erfolgreicher in der Krise sich geschlagen haben, die an dem verarbeitenden Sektor ihrer Wirtschaft festgehalten haben. Und ich glaube, dass für eine tragfähige Entwicklung ein starker verarbeitender Sektor, also eine starke Realökonomie, starke Industrie notwendig ist. Aber sozusagen diese Industrie gegründet auf einem Grundansatz einer ökologischen Innovation, einer ökologischen Effizienzpolitik, die Rohstoffeffizienz und Energieeffizienz und so weiter und so weiter ins Zentrum rückt. Ich habe tatsächlich nichts anderes gesehen, was mir über den Weg gelaufen wäre. Ich glaube, man muss das sehr stark verkoppeln mit einer enormen Anstrengung der Europäer im IT-Sektor. Ich glaube, ein wesentlicher Rückstand, den wir haben gegenüber den USA in der Produktivitätsentwicklung, liegt genau daran, dass wir im IT-Sektor enorm zersplittert sind. Wir haben keinen Binnenmarkt im IT-Sektor. Das mussten wir entwickeln. Da werden relativ wenige Gedanken verschwendet darauf. Und ich glaube, wir müssen auch in einigen Bereichen den Binnenmarkt tatsächlich ernster nehmen, im Energiebereich etwa. Wir haben keinen Energiebinnenmarkt. Ja. Spanien wird es besser gehen, zum Teil wirtschaftlich, wenn wir diesen Energiebinnenmarkt hätten und sie zum Beispiel ihre erneuerbaren Energien, die sie produzieren, leichter über Kuppelstellen über Frankreich hinweg in die europäischen Netze einspeisen könnten. Und also diese Trias scheint es mir zu sein, eine Politik, die auf sozusagen geleitet vom Gedanken der Nachhaltigkeit auf Investitionen setzt, dadurch auch Wachstum produziert. Ich glaube sozusagen, ob einem das als Grüne passt oder nicht, du kommst aus dieser Krise nicht raus ohne zusätzliches Wachstum. Du kannst jetzt drüber streiten, welche Art von Wachstum du haben willst, und dann bin ich für eine bestimmte qualitative Art. Nachhaltiges Wachstum, wenn du so willst, kann man dann im Näheren definieren, aber das muss man sich vornehmen. Und dabei spielt Binnenmarktentwicklung, Forschung und Entwicklung im Industriebereich und Investitionen in Industrie spielt eine zentrale Rolle. Dafür sehe ich aber im Moment keinen Plan. Es gab mal einen Plan dafür, das ist noch gar nicht so lange her. Das war diese Agenda Europa 2020, EU 2020. Da war ganz viel von dem, was ich jetzt so ganz skizziere, weitergehend beschrieben. Da waren auch soziale Ziele definiert, zum Beispiel Kampf gegen Armut und so weiter.
Kampf gegen Schulabbrecherquoten und sowas. Das ist im Laufe dieses Krisenmanagements vollständig vom politischen Horizont verschwunden, redet kein Mensch mehr drüber. Wir haben da jetzt vielleicht demnächst eine Revision. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen können mit der neuen Kommission, eine Revision dieser EU-2020-Strategie zum Anhaltspunkt zu machen, um dazu zurückzukommen. Da gibt es auch, werfe ich nur kurz rein, gerade aus Polen ein paar Ideen gerade da zu diesen Themen. Es gibt eine Idee, kommt ja nicht von der Regierungspartei, aber wie auch immer, einen europäischen Jugendfonds zum Beispiel zu bilden mit über 20 Milliarden Euro, einfach um die Jugend in Europa nach vorne zu bringen, um die auch zu entlasten, denn man sagt, okay, irgendwie es ist eine Idee aus dem Links. Oder sozialdemokratischen oder ich würde sagen postkommunistischen Bereich, sozialistischen Bereich aus Polen. Die Idee aber, die ist vielleicht nicht ganz schlecht, weil eben die Jugend jetzt auf der Strecke bleibt in Europa. Dann gibt es noch die ganz neue Idee von der Regierung, eine Energieunion zu machen. Das heißt, machen wir einen Binnenmarkt, auch so eine Art Binnenmarkt, Energie gemeinsam in Europa haben und gemeinsam einkaufen. Die Idee mit Frankreich funktioniert, die Idee hat in Frankreich auf guten Boden irgendwie gefruchtet, aber in Deutschland hat man da durchaus Bedenken. Ich finde die Idee gut. Ja, ganz lass gut. Mich zwei Sätze dazu sagen. Ich finde die Idee gut, auch wenn das, was Tusk konkret vorgeschlagen hat, erneuerbare Energien und Energieeffizienz vollständig ausblendet, was natürlich als Grüne nicht mittragen kannst. Aber dass man das gemeinsam strategisch angeht, das würde ich sehr unterstützen. Ist übrigens eine Reprise einer Idee, die der Think Tank von Delors, Notre Europe, vor 3-4 Jahren mal gemacht hat. Und vor 10 Jahren hat Michaele Schreier, die ehemalige grüne Haushaltskommissarin, mal auch so einen Vorschlag gemacht. Also ich finde, das sind tatsächlich ein paar produktive Sachen. Ob du das wusste, dass die Idee von den Grünen kommt? Wahrscheinlich nicht. Aber das sind doch interessante potenzielle Bündnisse, die sich da andeuten, transnational. Ich wollte jetzt aber das Versprechen wahrmachen. Wir haben euch einen ziemlichen Parforce-Ritt, nicht nur durch Europa, sondern auch durch die Krise zugemutet. Welche Fragen, die besonders auf den Nägeln brennen oder Anmerkungen, Statements, sind offen, beziehungsweise wo möchten Sie noch hier das Podium adressieren? Ja, bitteschön. Sehr gern. Genau, es gibt auch ein Mikrofon und zuerst der junge Mann dort in der letzten Reihe. Ja, danke. Und zwar, also hatte, glaube ich, Reinhard vorhin gesagt, dass ein großes Problem ist, dass vor allem in den südlichen europäischen Ländern die Zinsen sehr hoch sind. Nun haben wir ja die Europäische Zentralbank, die ja eigentlich für den ganzen Euroraum die Zinsen setzen soll. Welche Maßnahmen werden denn einerseits in Brüssel diskutiert, um irgendwie die Zinsen anzugleichen, damit eben auch verarbeitendes Gewerbe auf Sizilien zum Beispiel an die gleichen Zinsen rankommt wie in Deutschland? Und wie wird das in den einzelnen Ländern diskutiert? Dankeschön. Ich würde vorschlagen, wir sammeln. Der nächste ist Clemens. Ja, ich habe drei Punkte. Also man muss da ganz klar sehen, die Arbeitslosigkeit, vor allem die Jugendarbeitslosigkeit, ist in Griechenland, in Spanien, aber sie entwickelt sich auch in Frankreich zu einer absoluten Katastrophe für Europa. Und das kann einfach nicht so weitergehen. Und deswegen ist der Vorschlag von Ihnen natürlich genau richtig. Wir brauchen ein Sofortprogramm als Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit. Sonst ist die komplett verloren für das nächste Jahrzehnt. Und dass die EU dort so wenig macht, ist eine absolute Katastrophe. Wogegen ich absolut bin, ist immer diese Überhöhung der Konvergenzkriterien. Also das staatliche Haushaltsdefizit soll ja nicht mehr als 3% sein. Man muss dazu sagen, Schröder hat die Agenda 2010 gemacht, aber die hat ja gar nicht so schnell gewirkt. Das braucht ja immer Jahre. Also sie hat nicht in der Krise gewirkt, sondern Rot-Grün hat mehrfach als erstes Land in Europa mehrfach diese Grenze überschritten. Und deswegen ist das völliger Quatsch, jetzt von Frankreich dazu fordern. Zweitens, 60% Gesamtdefizit ist eigentlich, dieses Gesamtdefizit ist auch
eine ganz relative Größe. Japan hat 10-mal höhere Defizite, USA auch, und die haben trotzdem kein Problem. Also das, ja, ist so. Schauen Sie sich die Zahlen an. Und insofern ist, natürlich muss irgendwo versucht werden, das in Zukunft in den Griff zu kriegen. Aber der wäre eher ein Moratorium sinnvoll, um keine Zinsen mehr zu zahlen für die Altschulden, solche Dinge zu überlegen. Da wird immer gesagt, wir, Deutschland hat die Krise, die letzte Wirtschaftskrise aufgrund der Reformen überstanden. Das stimmt aber überhaupt nicht, wenn Sie sich die Konjunkturzyklen in den europäischen Ländern vergleichen. Die Länder, die eine neoliberale Austeritätspolitik haben, die sind da total in den Keller gegangen. Deutschland hat Folgendes gemacht. Wir haben Konjunkturprogramm 2, Kurzarbeitergeld und so weiter aufgelegt und haben in dem Konjunkturzyklus nur eine ganz kleine Delle. Und dann sind wir ganz sachte aus der Krise herausgekommen. Da liegt die Ursache, warum wir keine große Krise hatten. Weil wir eben mit K2 das geschafft haben. Letzter Punkt hier. Nach meiner Einschätzung ist es schon so, dass Merkel letztlich, und Reinhard, da kannst du reden, wie du willst, letztlich setzt Deutschland über ihre Wirtschaftskraft und über ihre gute Konjunkturpolitik natürlich, und wird ja auch immer häufiger diskutiert, ein deutsches Europa durch. Und das kann nicht sein, dass im Grunde genommen hier nationalistische Interessen so eine entscheidende Rolle spielen. Und das ist genau das, was in diesem Land läuft. Und wir brauchen, wir bezeichnen das ja als Green New Deal. Das heißt, in diesem Green New Deal muss als erstes ein dramatisches Programm zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, dass jeder Jugendliche eine Chance hat in Europa. Also das heißt, Clement. Ausbildung, Beruf. Danke. Eine Meldung haben wir noch, Bettina. Danke, es ist mir eine Anmerkung zu dem, was Sie erzählt haben von Ihrem Schäuble-Interview. Ich habe jetzt im Wahlkampf, ich habe gestern Herrn Schäuble erlebt und im Wahlkampf CDU-Kandidatinnen und Kandidaten fürs Europaparlament. Und mir ist eines aufgefallen in der Art, wie die sprechen über die Krise. Und es ist, also die CDU-Kandidatin hat es sehr vereinfacht so dargestellt im Umgang mit Griechenland. Es war immer so, ja, wir stehen natürlich gut da und die anderen Länder haben halt ein paar Probleme. Das sind ganz klar immer selbstverschuldete Probleme. Das finde ich, so wird es dargestellt. Aber dann innerhalb einer Familie hilft man sich ja, wenn der Onkel ein Problem hat, Griechenland in dem Fall der Onkel, dann greift man ihm halt unter die Arme. So aus Nettigkeit. So hat es die CDU-Kandidatin dargestellt. Und Schäuble hat es im Grund ähnlich gemacht, indem er die Zusammenhänge, die es gibt zwischen also Ursachen der Krise und wie die Krise auch zu einer Schuldenkrise geworden ist, mal unabhängig davon, dass die Länder zum Teil auch eigene hausgemachte Probleme haben. Das stimmt und das hat hier auch niemand geleugnet, aber die Zusammenhänge wurden immer total geleugnet und das finde ich das Einzige, was ich Schäuble zugutehalten würde, der hat wenigstens zugegeben, dass Deutschland ein echtes Eigeninteresse dran hatte in der Art, wie wir mit der Krise umgegangen sind, also dass das ein ganz nüchternes Eigeninteresse ist, dass wir geholfen haben. Ich fand es aber trotzdem fatal, noch dazu in dieser platten Art, wie das dann sozusagen von den anderen Kandidaten so dargestellt wurde, weil ich denke mir, die CDU sagt auf die Weise noch, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, die Länder sind alle selber schuld, wir waren eben nett genug, um zu helfen und von da aus ist es dann aber nur ein Schritt, jetzt alles sehr populistisch natürlich gesagt, zu einer AfD, die eben sagt, ja eben, jeder ist selber schuld, jeder ist seines Glückes Schmied und wir sind reich, warum sollen wir den armen Ländern helfen, so ungefähr. Es sind alle selber schuld. Also der Schritt, auch wenn das nicht so gewollt ist von der CDU, ist aber in der Denklogik nur noch ein Schritt weiter. Wer möchte von Ihnen eingehen? Herr Pappas hatte vorhin schon noch eine Anmerkung. Ja, da fange ich gleich an von dem, was Sie erzählt haben. Also als Nettigkeit werden wir denen die armen Griechen jetzt helfen. Das ist keine Nettigkeit. Und wenn man in einer Familie mit einer gemeinsamen Währung sitzt, dann ist keine Nettigkeit und sind große Probleme, die daraus entstehen oder auch Gewinne. Zum Beispiel, dass Deutschland die letzten Jahre zu Null oder zu Minuszinsen sich refinanziert, ist ein reiner Gewinn für Deutschland. Ich will hier ganz klar nicht Wirkung und Ursache verwechseln. Ich sage nicht damit, dass Deutschland gezielt diese Politik betrieben hat, damit sie zu Null Zinsen finanziert. Nein. Aber Tatsache ist,
dass Deutschland die letzten Jahre mit null Zinsen refinanziert. Und das muss der deutsche Steuerzahler wissen, wenigstens wissen. Denn wenn er demnächst wieder mal eine Entscheidung über das dritte Paket Griechenlands treffen muss, dann muss er wissen, ich habe jetzt die ganze Zeit davon profitiert. Es ist nicht Almosen, die ich jetzt hier verteile. Also das ist das eine. Das zweite ist, was mit der Politik, die jetzt betrieben wurde, passiert. Ob dieses Rezept zum Beispiel richtig oder falsch ist. Natürlich, ich habe nicht groß auf diesen Problemen Griechenlands, die selbstverschuldete Probleme Griechenlands ausgeführt. Also die sind schon klar. Und es ist auch ganz klar, wenn ein ganzes System so kollabiert wie in Griechenland, das Ganze, das Politische, das Wirtschaftliche, das Staatliche, alles hat kollabiert. Es liegt nicht nur daran, dass zum Beispiel ein paar Austeritätspolitik und Diktate aus Brüssel oder sonst woher kommen. Es liegt auch daran, dass im System etwas Falsches lag. Also dieses Klientelsystem, was jahrelang in Griechenland betrieben wurde, die zwei großen Parteien, hat kollabiert. Und die Griechen zahlen jetzt auch die Rechnung für die Party, die letzten Jahre in Griechenland stattgefunden hat. Das ist klar. Nicht gerecht. Es sind nicht gerecht verteilt, die Lust. Bitte? Die Reichen haben 200 Milliarden in der Schweiz. Ja, es ist nicht gerecht. Ja, das weiß ich. Das weiß ich. Ich leide auch darunter. Aber, und ich leide am meisten darunter. Ja. Aber an diesem Rezept ist auch etwas falsch. Und das Falsche daran ist, dass es ist so pauschal gesagt, also einseitig auf Austeritäts- und auch das Sparmaßnahmen. Ich habe mich immer wieder gefragt, warum haben wir nicht von Deutschland gelernt? Und die Frage stellt sich auch für Deutschland. Warum hat Deutschland nicht von Deutschland gelernt? Nehmen wir mal an die Bankenkrise. Was hat die Große Koalition bei Bankenkrise gemacht? Sie hat so Konjunkturprogramme auferlegt. Sie hat Abwrackprämien gemacht. Sie hat über 100 Milliarden für die Hypo Real Estate gegeben. Über 100 Milliarden für eine Bank. Und für Griechenland sagen wir jetzt 27 oder 30 oder 50 Anteil Deutschlands. Also das ist Schmarrn. Und ja, warum? Und ja, das hat Merkel damals bei der Bankenkrise gemacht. Und was hat sie dann bei der Eurokrise gemacht? Natürlich sind zwei verschiedene Krisen, aber es sind zwei Krisen, ja, und man hat bestimmte Instrumente auf der Hand. Und was hat sie bei der Eurokrise gemacht? Nichts davon, nichts. Nur Kürzungen. Und natürlich müssten die Löhne und Renten in Griechenland gekürzt werden, damit die Wettbewerbsfähigkeit irgendwie sich verbessert. Das nehme ich auch an. Obwohl man in etlichen Ländern, besonders in Südeuropa, Bulgarien zum Beispiel, hat man gesehen, dass die letzten Jahren die Löhne sehr niedrig sind. Aber die Investoren sind fern von Bulgarien geblieben. Und jetzt der niedrigste Mindestlohn in Griechenland ist 560 Euro. Der Kollege hat vorhin gesagt, also sollen wir von 500 Euro leben? In Griechenland ist momentan der Mindestlohn 560 Euro. Aber die Investitionen kommen nicht. Das heißt, dass die Wettbewerbsfähigkeit auch mit anderen Dingen und nicht nur mit diesem Lohnkostenrückgang zu tun hat. Und ein drittes, und damit schließe ich ab, und ein drittes, und das wird auch eine Frage auch an Herrn Bütikofer sein. Also wir haben hier mit strukturellen Dingen zu tun. Also das, was wir vorhin mit Draghi Garantie also beschrieben und diskutiert haben. Es ist auch eine Frage auch an Deutschland und auch an den Grünen. Wir haben momentan, oder die Märkte haben momentan oder reagieren momentan, als wir die Eurobonds schon gehabt hätten. Wir sind in einer Situation als quasi Eurobonds. Ja? Und die Frage ist nun, wenn wir das weitermachen wollen, gemeinsam, was sieht, oder was wann kommen denn diese Eurobonds? Denn entweder
sagen wir so, okay, wir wollen das nicht so nennen, aber tun wir so, als ob das hätten, das macht Draghi, und rumwursteln. Oder nehmen wir mal eine Entscheidung und sagen, okay, das ist der nächste Schritt, struktureller Schritt für die gemeinsame Währung. Frau Romanić, Sie wollten gerne auch noch was sagen. Und Reinhard auch gerne. Kurz jetzt aus der Perspektive in Warschau. Polen hat sich sehr lange eben gegen den Euro ausgesprochen. Man wollte es nicht so laut sagen, weil man eigentlich dazu verpflichtet ist, der Eurozone beizutreten. Und trotzdem war man sehr froh, dass man das eben so schnell nicht gemacht hat und sich bis heute eigentlich nicht verpflichtet hat, wann das passiert. Also es muss man 2 Jahre Vorlauf rechnen. Ich vermute, vor 2020 ist da wenig zu schaffen, vielleicht 2018, wenn man sich sehr, sehr anstrengt, aufgrund der aktuellen politischen Lage. Aber in Polen ist man auch der Meinung, dass ein paar Länder in Europa einfach zu früh in die Eurozone aufgenommen wurden. Und das ist einfach auch mit der Grund, warum die Krise halt so kam, wie sie kam und wie massiv man dann auch retten musste. Das Lebensniveau, das Lohnniveau, was ihr gerade angesprochen habt, vom Mindestlohn, in Polen kämpft gerade eine linke Partei darum, dass der Mindestlohn auf 10 Zloty, also 2,5 Euro, steigt. So, da sind so einfach nur, um euch das klar zu machen, über welche Dimensionen sprechen wir. Und es ist eben ein Europa verschiedener Geschwindigkeiten, auch wenn man versucht, die eine Geschwindigkeit zu erreichen, aber Deutschland sieht man als ein Land, was in dieser ganzen Situation einfach relativ gut weiter nach vorne geht und relativ viel Erfolge hat. Und deshalb schaut man eigentlich gerne nach Berlin hin. Nur zum Stichwort Mindestlohn, da habe ich jetzt gedacht, da schauen wir, glaube ich, auch gerne Richtung Schweiz. Da steht ja eine interessante Abstimmung an mit einem Mindestlohn, den wir, glaube ich, als EU-Mitglieder alle nur von träumen. Aber jetzt Reinhard Bütikofer. Ich versuche einfach mal ein paar Punkte zu beantworten, die gestellt worden sind, was die Jugendarbeitslosigkeit betrifft. Da würde ich mal ausnahmsweise die Kommission nicht sehr schelten, weil da die Kommission und auch insbesondere der Kommissar Andor einiges gemacht hat, um diese Sache anzugehen, auch das Parlament. Bei der Jugendarbeitslosigkeit liegt das Problem hauptsächlich bei den Mitgliedsländern. Man hat sich geeinigt auf eine große Propaganda-Überschrift, die heißt Europäische Jugendgarantie. Und da soll dann daraus folgen, dass jede Person unter 25, die gerne Arbeit hätte und keine findet, innerhalb 4 Monaten eine Arbeit oder eine Ausbildung oder eine Weiterbildung sowas bekommt. Dafür stehen aber gerade mal 6 Milliarden zur Verfügung. Und wenn man das auf alle Anspruchsberechtigten aufteilt, dann sind das weniger als 150 Euro pro Kopf und Jahr. Deswegen ist schon mal mit den plus 20, die da aus Polen vorgeschlagen werden, wäre man näher an dem, was vielleicht ein bisschen realistisch wird. Also da bin ich sehr dafür. Der zweite Punkt, den du angesprochen hattest, war Überhöhung des Stabi-Paktes. Ich glaube, dass das im Moment gar nicht unser Problem ist. Also im französischen Fall sagt man, okay, das schafft ihr nicht 2014, also vielleicht 15 und wenn es da auch nicht schafft, vielleicht 16. Also das ist ja viel flexibler geworden jetzt in der Umsetzung dieser Stabilitätsziele, dieser Defizitziele, als das noch 2003 zum Beispiel, als wir das zum ersten Mal dagegen verstoßen haben, diskutiert worden ist. Und auch mit dem Gesamtverschuldungsziel 60%. Du hörst doch gar keine öffentliche Debatte darüber, dass wir jetzt dringend auf 60% müssten in 2 Jahren oder in 5 oder so, sondern alle hoffen, dass sozusagen die Schuldenexplosion nach oben irgendwann mal aufhört und es vielleicht langsam wieder runtergeht. Also da ist, glaube ich, der Dogmatismus im Moment nicht unser Hauptproblem. Was die deutsche Haltung betrifft, ich finde, was du Bettina auch zitiert hast, womit wir Deutschen
ganz Europa gehörig auf die Nerven gehen, ist dieses ökonomische Moralisieren. Ja, also dass man ökonomische Tatbestände sozusagen als in moralischen Kategorien ausdrückt. Ja. Wer spart, ist gut. Und wer Geld ausgibt, der ist ein lockerer Mensch, ja, verantwortungslos. Also diese ökonomisch völlig irrationale Art, sozusagen so Zuschreibungen zu machen, die dann auch immer Schuldzuschreibungen sind. Ich glaube, das ist etwas, was ganz vielen auf die Nerven geht. Was die AfD betrifft, ich finde, das ist interessant. Von dem, was die AfD ökonomisch sagt, ist ganz wenig auf dem Mist der AfD gewachsen. Fast alles, was die AfD zu dieser Krise sagt und zu der Frage, was man da machen soll, wer aus dem Euro raus soll, wir oder die Griechen oder vielleicht 2-Euro-Zonen oder was, ist alles vorher schon mal da gewesen. Die AfD hat eigentlich von der ökonomischen Position her gar nichts hinzugetan. Was sie hinzugetan hat, ist ein anti-elitärer Populismus. Also sozusagen, während ein Teil der Eliten diese Diskurse schon längst geführt hat, wendet die AfD diese Diskurse jetzt gegen dieselben Eliten. Das ist sozusagen das, was die AfD ändert. Aber ökonomisch sehe ich da überhaupt keine neue Idee. Und ich halte es auch für Quatsch, was sie machen. Nur sicherheitshalber noch. Zu der Frage, die Sie gestellt haben, drittes Paket. Ich glaube, so ein drittes Paket muss kommen, in der einen oder anderen Form. Und dieses dritte Paket wird für die Deutschen nochmal eine ziemlich interessante Diskussion werden, weil das wird zum ersten Mal richtig was kosten. Weil bis jetzt die ganzen Privatbanken sozusagen aus ihren Risiken raus sind und jetzt sind es die öffentlichen Banken. Oder es ist direkt der Staat oder es ist die EZB. Also jedenfalls, es ist reales öffentliches Geld. Es wird den deutschen Steuerzahler was kosten, wenn es dieses dritte Paket gibt, das es geben muss. Und dann ist so die Probe aufs Exempel, wie nationalistisch wir sind. Ich glaube, dass wir da Griechenland entgegenkommen müssen. Und ich will jetzt nicht lang ausholen, aber ich würde einfach das Argument aufgreifen, das Sie vorhin gemacht haben. Denn wer halt lockere Kredite verliehen hat, ist auch dran schuld. Ist auch mit dran schuld, wenn das Ding entgleist. Nicht nur der sie genommen hat. Was die generellere Frage mit den Eurobonds betrifft, da bin ich überhaupt nicht optimistisch, weil leider die Sozialdemokratie den Kampf für die Eurobonds vollständig aufgegeben hat. In der Koalitionsvereinbarung findet man nicht ein Körnchen davon. Und wenn man den Martin Schulz in seinen Auftritten hört, auch nicht. Der Jean-Claude Juncker ist da fast noch progressiver, weil der immerhin sagt, also in den nächsten 5 Jahren nicht. Ja? So, man sieht es aus allen Knopflöchern blitzen, dass er eigentlich dafür ist, hat er ja früher immer gesagt. Aber jetzt als Kandidat, der die Unterstützung von Frau Merkel haben möchte und vielleicht nicht am Veto von Cameron scheitern möchte, darf er das nicht so laut sagen. Deswegen sagt er jetzt, also die nächsten 5 Jahre jedenfalls nicht. Aber bei Schulz sehe ich überhaupt keine klare Linie mehr. Und ich glaube, das ist so ein Glaubensartikel geworden bei einem wesentlichen Teil der Konservativen. Und die Sozialdemokratie hat, und ein bisschen auch die Grünen, haben so weitgehend darauf verzichtet, diesen Kampf offensiv zu führen, dass es ganz schwer wird, das jetzt in den nächsten Jahren rumzudrehen. Ich glaube, selbst die etwas konservativere Idee eines Altschuldentilgungspaktes, mit der wir schon mal weitergekommen waren, selbst die ist im Moment nicht sehr aussichtsreich. Aber es kann natürlich passieren, dass diese billige Ausrede, wir machen da gar nichts, wir mutualisieren die Schulden nicht, wir tragen da nicht gemeinsame Verantwortung, wenn der Herr Draghi irgendwas macht, da ist er unabhängig, also das ist ja eigentlich eine politische Verstellerei, ein politisches Theaterspiel, wo man Draghi die Verantwortung übernehmen lässt, die eigentlich die Politik übernehmen sollte, wenn Draghis Instrumente mal nicht mehr ausreichen. Dann kommt die Sache
ob man es will oder nicht, wieder auf die Agenda. Und dann gibt es vielleicht die Gelegenheit, dann doch nochmal zu sagen, wie vernünftig diese Idee ist. Ich bin der Meinung, dass wir zu diesem Konzept zurück müssen. Danke, Reinhard. Du hast implizit, glaube ich, auch die Frage beantwortet zum Thema Zinsen, beziehungsweise nein, schütteln den Kopf, pessimistische Antwort. Es wird nicht gelingen, beispielsweise über das Instrument der Eurobonds hier entsprechende Zinsen einzuziehen. Zu den Zinsen sage ich drei Sachen. Erstens, man kann versuchen, über bestimmte Instrumente, mit denen auch schon experimentiert wird, kleinen und mittleren Unternehmen besseren Zugang zu Bankkrediten zu ermöglichen. Es gibt ein Modell, das die Kreditanstalt für Wiederaufbau mit der Commerzbank zusammen betreibt. Das ist, die Commerzbank legt einen mit Mittelstandsassets gedeckten Fonds auf und die KfW kauft diese Emission auf und die Commerzbank verpflichtet sich dann zu günstigen Zinsen Kredite an den Mittelstand auszureichen. Also so eine Art privat-öffentliche Kooperation, das hat ganz gut funktioniert, in zwei Fällen, glaube ich. Das sind Instrumente, man kann neue Finanzierungsinstrumente nehmen, die sich von den Banken ein Stück weit unabhängig machen. Ich glaube, dass das ohnehin sein muss, weil die europäische Wirtschaft zu stark von der Bankenfinanzierung abhängig ist. Ungefähr 80% unserer Finanzierung der Realökonomie sind von Banken, in den USA sind es 20%, diese 80% sind übertrieben. Da gibt es ganze Menge verschiedene Instrumente. Eins zum Beispiel, was jetzt gerade für ein kleinere im Quartier und so, also auch für Handwerker und so, ist Crowdfunding. Das ist jetzt nicht für die ganz großen Sachen, aber oder Mikrokredite, das sind Instrumente, die man da nehmen kann. Und am Schluss muss man natürlich dann auch darüber nachdenken, wie die EZB jenseits der Instrumente, die sie jetzt hat, Geld, das sie den Banken gibt, aber das nicht beim Handwerk oder beim Mittelstand ankommt, direkter ans Handwerk oder den Mittelstand weiterleiten kann. Und da gibt es ja die Idee, dass die EZB eben dann Papiere aufkauft aus der Realökonomie und das Geld auf die Art und Weise direkt dahin gibt. Das hielt ich auch für eine Idee. Und dann hat jetzt Herr Jerez das Schlusswort. Ich wollte zwei Sachen sagen. Die erste bezüglich die deutsche Haltung gegenüber der Schuldenkrise in der europäischen Peripherie, beziehungsweise der Haltung vom Herrn Schäuble, die ich, also ich finde, ist ziemlich intelligente Politiker und er weiß, worum es geht. Die hausgemachte Probleme Spaniens bezüglich der Immobilienblase wurden teilweise mit deutschem Kapital finanziert. Es ist so. Es ist einfach eine Tatsache. Von daher würde ich mir als Spanier, als europäischer Bürger, ein bisschen weniger Paternalismus von der deutschen Seite und ein bisschen mehr Selbstkritik und auch Kooperationswille. Das würde ich erstens als spanische Journalisten, auch als europäische Bürger, weil sonst macht das Projekt Europas keinen Sinn mehr. Dann können wir dann versuchen, gemeinsame Lösungen zu finden. Aber erstens würde ich erstmal erwarten, dass die deutsche Seite erstmal eigene Fehler einräumt. Und dann die zweite Sache bezüglich der Arbeitslosigkeit. Merkel hat mehrmals um Arbeitskräfte von der europäischen Peripherie geworben. Sie hat gesagt, ganz klar, hier in Deutschland haben wir einen Mangel, wir brauchen hochqualifizierte junge Leute, die hier diesen Mangel Arbeitskräfte decken kann oder kennen. Aber eins ist klar, also das Problem der Arbeitslosigkeit in der europäischen Peripherie kann in Deutschland nicht gelöst werden. Das kann nicht gelöst werden. Also der Ausmaß des Problems ist so groß, dass wenn wir wirklich denken, dass das europäische Problem der jungen Arbeitslosigkeit in Deutschland gelöst werden kann, dann sind wir auf dem falschen Weg. Ich weiß nicht, ob Deutschland genug Geld hat, um diese ganze
also um diese junge Leute, die arbeitslos sind, in Spanien zu investieren, damit sie hier in Deutschland ausgebildet werden. Vor kurzem hatten wir einen ganz klaren Fall in Rostock, wo nicht genug Geld da war, um dieses Ausbildungsprogramm zu finanzieren und so weiter und so fort. Also wenn wir das europäische Problem der Arbeitslosigkeit lösen wollen, dann müssen wir eine europäische Lösung finden. Und das ist, ich glaube, das ist der vernünftige Weg. Vielen, vielen Dank. Vor allem, weil Sie mir damit auch ermöglichen, nochmal den Bogen zu schlagen nach Berlin, weil in der Tat, das haben wir heute nicht diskutiert, aber das wird in dieser Stadt diskutiert, in den Bezirken zwischen den Parteien sind die Probleme, die dann wirklich auch sichtbar werden hier in Berlin. Stichwort Jugendarbeitslosigkeit. Es gibt zwischenzeitlich viele junge Menschen, die hier in Berlin leben, unter Bedingungen leben, die alles andere als menschenwürdig sind, die aus den Krisenländern der EU kommen. Das heißt, auch hier manifestieren sich Probleme in Heimatländern, ohne dass wir sie lösen können. Und ich danke Ihnen erstmal für diese genauso kritische wie ehrliche Bestandsaufnahme, für sozusagen die unterschiedlichen Perspektiven. Eine Sache finde ich interessant, ja fast paradox, dass diese Krise dazu geführt hat, dass es doch letzten Endes bei allen Populisten, bei allem, was da Boulevard oder auch nationalistische, rechtspopulistische Strömungen hervorgebracht haben, Stückchen weit mehr europäische Öffentlichkeit im eigentlichen Sinne gibt. Also ich würde behaupten, wir wissen bei allen Defiziten und bei allem, was wir heute auch neu erfahren haben, zwischenzeitlich mehr über andere europäische Nachbarländer, über ihre Probleme, über ihre Bildungssysteme, Steuersysteme, die Immobilienwirtschaft und so weiter und so fort. Da hat, wenn man so will, die Krise vielleicht dann doch was Positives, denn die Voraussetzung für die europäische Perspektive und europäische Lösung ist in der Tat, dass man eben auch andere Perspektiven einnehmen kann, mehr voneinander weiß. Insofern vielen Dank für diesen Abend und dass Sie hier waren. Und ja, Gleiches gilt natürlich für Sie und euch. Kommt gut nach Hause. Tschüss. Weil sie ihn auch für aufgebaut haben.